Ja, nicht zu früh am Anfang. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Es war meine Schuld, ich bin zu spät weggefahren in Wien bin ich dann zu spät reingefahren. Es war Stau nach München rein, dann war kein Parkplatz vor der Uni, dann bin ich gefahren Akademiestraße da hinter der Uni, wo diese Schrägparkplätze sind und ganz einen engen Schrägparkplatz. Ich komme fast nicht aus dem Auto raus. Wie draußen steck so zwischen zwei Autos, plötzlich Schwindel. Ich habe so mit dem Kreislauf den ganzen Tag schon Probleme. Alles dreht sich, schwarz vor den Augen ist mir. Ich denke mir, Josef, wieso ist der schwarz vor den Augen? Ah, du hast sie zu. Also, ich mache sie wieder auf. Und in dem Moment sehe ich nur mehr, wie der Asphalt näher kommt. Mich haut's auf dem Asphalt. Ich liege seltsam benommen. Komischer Schmerz in der Brust. Dieser Schmerz, wo man immer hofft, es strahlt vom Rückgrat aus. Und ich habe mir gedacht, ich muss was machen. Es war 10 vor 8. 10 vor 8. Und ich habe mir gedacht, was tue ich? Ich mache diese Entspannungsübung. Die mache ich normal in der Garderobe. Das ist so eine tibetanische Entspannungsübung. Tibetanischer Obertongesang, entwickelt in Tibet in den letzten 50 Jahren, um die Chinesen wegzuatmen. Aber natürlich geht sowas nicht. Sondern es ist jetzt so, dass wenn man diese Übung macht, dass einem alles wurscht ist, auch die Chinesen, also dass dieses Buddhistische greift. Ne? Buddhismus ist ja quasi ein Ort, dass man dadurch besonders glücklich ist, dass einem alles wurscht ist. Das haut super hin. Man verändert jetzt dadurch nicht rasend die Welt. Es gibt diesen schönen Satz im Buddhistischen, den sage ich ganz kurz, er ist keine Pointe oder so, aber ein toller Satz. Wir können die Erde nicht mit Leder bedecken. Also ziehen wir uns Schuhe an. Super, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht zum Lachen oder so. Sie können lachen, wenn Sie wollen, aber ist ein netter Satz. Ja. Es hat super funktioniert. Ich bin gelegen, so entspannt. Um 5 vor 8 war ich schon so entspannt, dass ich gesagt habe, Josef, bleib cool. Was ist dringend, was ist wichtig, immer auseinanderhalten. Da warten ein paar hundert wildfremde Menschen auf dich aufgrund einer anonymen finanziellen Vorleistung. Die sollen sich gegenseitig ein paar Schmäh erzählen und dann abkassieren. Ja, ich mag nimmer. So entspannt. Herzinfarkt. Wurscht einmal doch. Dann stirbst du halt. Auf der Straße sterben ist irgendwie cool, oder? Auf der Straße sterben ist irgendwie männlich. Berühmte Österreicher sind auf der Straße gestorben. Große, berühmte Österreicher. Falco zum Beispiel. Ich möchte nie auf der Bühne sterben. Ehrlich, auf der Bühne? Nein. Wenn ich da auf der Bühne jetzt zum Beispiel stirb, ja, und ich liege da, was ist das Erste, was ich mache? Applaus, natürlich. Ja, wenn man sie, oder? Wenn man sie nicht auskennt, einmal klatschen, schauen, was passiert. Ich liege weiter da. Sie denken sich, na, der hält das durch, Hader. Eh typisch, nicht? Irritiert uns wieder mal alle. Dann kommen die ersten Rettungskräfte auf die Bühne, sie denken sich, tolles Budget, der hat Geld in die Hand genommen, aufwendige Produktion. Und irgendwann, wahrscheinlich erst morgen in der Zeitung, merken sie beim Lesen, ah, der ist wirklich gestorben. Und dann diese Enttäuschung natürlich bei ihnen, es war überhaupt keine schauspielerische Leistung dahinter. Ich bin einfach hier geworden. Das möchte ich nicht, ich möchte von Ihnen gerne geliebt werden, unbedingt geliebt, aber dafür, was ich leiste, nicht dafür, was ich bin, zum Beispiel hin. Ja, das ist die katholische Erziehung. Apropos, dass ich das auch noch, das wollte ich unbedingt heute noch sagen, religionsmäßig, es gibt nachher was. Ich habe jetzt den letzten Beweis erhalten, weil ich bin zugefahren, da war eine Zeitung im Abteil, also so eine Zeitschrift, so ein Magazin über das Leben nach dem Tod, so eine Programmzeitschrift über das Leben nach dem Tod. Nicht die Bibel, irgendwas Dünneres, es war Geospezial. Und die haben eine andere Theorie. Geospezial sagt sinngemäß, in circa 5 Millionen Jahren werden wir alle, wie wir heute hier sitzen, miteinander alle zu Erdöl. Da fahren sie mit uns, mit den Oldtimer. Ja, fetzen wir beim Auspuff raus, steigen hoch in die Stratosphäre als Kohlenmonoxid-Dings da, ich weiß nicht, Wasserstoff, weiß ich nicht, irgendwas. Steigen wir hoch, auch eine Auferstehung, nicht? Schauen wir, ein bisschen anders halt wie in der Bibel. Super, oder?
dauert natürlich, also 5 Millionen Jahre, kurzfristig geht nichts. Kannst nicht kurzfristig sagen, jetzt machen wir mit Opa geschmiert einen Ausflug. Das wäre ungut, wenn man den im Tank kennt. Ist doch gut, wenn ein gewisser zeitlicher Abstand zum Benzin ist, dass nicht so eine enge Bindung entsteht. Sonst verliebt man sich ins Benzin oder so, das wäre schlecht. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, glaube ich, schon ein bisschen die Richtung des heutigen Abends, eher besinnlich. Heiter nachdenklich, ja. Ein Abend, wo ruhig ältere Leute auch hinkommen können. Ficken, ficken, ficken wird praktisch überhaupt nicht vorkommen. Außer vielleicht einmal ganz kurz ficken und damit haben wir das Thema erledigt. Und wir kommen zum Schwerpunkt des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Themenschwerpunkt heute, Humanismus. Super, oder? Ich spüre diese innere Freude bei Ihnen gerade. Humanismus, Gott sei Dank, endlich einer, der da drüber redet. Sie wissen schon, was das ist. Nicht? Humanismus ist, dass man... Humanismus ist, dass man schon schaut, was geht, aber vielleicht nicht ganz so. Oder? Humanismus wäre zum Beispiel Rucola oder Volvo, Zanderfilet auf Rucola, ein Glas Pinot Grigio vom Biobauern, Humanismus. Schon Geld haben, aber nicht so aussehen, bescheiden ein bisschen, ein kleiner Geländewagen, muss kein großer sein, oder? Mit vernünftiger Fahrweise, damit gleich den Wein beim Weinbauern abholen und im Mostviertel die Toskane entdecken. Humanismus, ja, beruflich über Leichen gehen, aber mit Bioresonanz. In dem Sinn. Oh. Gott sei Dank, jetzt geht's endlich. Es war so eine leichte Bindehautentzündung auch noch. Genau, Sokrates war mal ganz schlecht essen. In Athen, der Philosoph. Das Essen im alten Griechenland war überhaupt nicht so gut. Vor allem das alte Essen im alten Griechenland war unter jeder Sau. Und da hat Sokrates sich beschwert. Ja? Der Sokrates hat gesagt, das Essen ist schlecht. Also eigentlich genau genommen war es so, er sitzt im Café 3000 vor Christus und Sokrates übers ganze Lokal schreit er zum Kölner, schreit er, Herrn, Herr Ober! Natürlich nicht. Im alten Griechenland sagt er, O Ober. Ja? O Ober, sagt er, das Schnitzel ist kalt. Ah, Wahnsinn. Ne? Und der Ober sagt, Herr Sokrates, wenn Sie bei uns was Warmes wollen, müssen Sie ein Bier bestellen. Und nein, das ist... War eigentlich kein Witz, ne? Das, und jetzt schauen natürlich alle im Restaurant, schauen alle, wie reagiert der Philosoph. Und Sokrates war cool. Sokrates schaut diesen Kellner einfach lang an und nach einer irrsinnig langen Pause hat Sokrates dann nichts mehr gesagt. Ja? Man nimmt an, er war baff, es ist ihm nichts eingefallen. Also eine sehr schöne Geschichte über die Grenzen der Philosophie. Von Plato gibt es auch so was Ähnliches. Der Platon, kennen schon, ne? Der zweite große Philosoph. Übrigens ein Prolo, der Plato war Kind von einem Sklaven. Der Prolo in der griechischen Philosophie, die Athener Bürger haben ihn immer verachtet, die haben gesagt, er ist der Vater, der ist gekauft worden, aber nicht wie unsere Väter als Politiker, sondern als Sklave. Ne? Und da sitzen die alten Griechen und der Platon miteinander auf diesem großen Versammlungsplatz, ne? In Athen kennen sie nicht, Forum Romanum, wo die... War irgendwie was... Habe ich gesagt Forum Romanum? Nein, Gott. Haha, ich bin so deppert. Das heißt anders, das heißt... Angora, genau, danke vielmals. Angora natürlich, die berühmte Angora kennen Sie alle nicht. Man muss sich das, glaube ich, merken mit den Kotzen, oder? Oder? Diese berühmten Angora-Kotzen auf der Angora. Ne? Ich glaube, diese Katzen, die in der Nacht die Soldaten geweckt haben, oder? Berühmte Geschichte, ne? Ja, jetzt wird es eng für die anderen. Humanismus, meine Damen und Herren. Humanismus ist, dass man was weiß, was andere nicht wissen und kann blöd daherrennen. Das ist die Hauptfunktion eigentlich, ja, von Humanismus.
Völlig korrekter Zwischenapplaus der bildungsfernen Schichten. Na. Humanismus. Nein? Also die alten Griechen sitzen da. Ich weiß nicht, was die genau gemacht haben. Am Sonntagnachmittag, Auto waschen, war noch nicht. Was war die beliebteste Freizeitbeschäftigung im alten Griechenland? Am Sonntagnachmittag. Knabenliebe, ganz klar. Ja, oft gehört dieses erleichterte katholische Auflachen. Gott sei Dank, wir haben es nicht erfunden. So ein Glück. Es war vorher schon wer. Und ja, da sitzen die alten Griechen. Vielleicht haben sie auch was anderes gemacht. Vielleicht haben sie Soufflage getanzt oder es war vielleicht auch ein Dia-Vortrag. Über Österreichs Bergwelt, jedenfalls. Sitzen die alten Griechen da und ein alter Grieche sagt zu Platon mit einem gefeilten Unterton, wie wir sagen in Wien. Ich würde das übersetzen mit hämisch. Ja. Ziemlich gefeuert, sagt ein alter Grieche zu Platon, oh Platon, was ist dein Vater? Und der Platon sagt, mein Vater ist Rindsgulasch. Und da, da merkt man jetzt, das ist ja total andere philosophische Schule. Für Platon, das ist ein Spontanphilosoph, der haut die Geschichte aus. Und verlässt sich drauf, die anderen werden eh glauben, ich habe nachgedacht vorher. Ja? Wo ihr herkommt, ehrlich gesagt, diese Abteilung. Sokrates, viel zurückhaltender, wir sagen auch, glaube ich, gern in unseren Kreisen die Isis-Abteilung, Takuises, man sieht es, nicht? 333, Isos-Kellerei, haben alles im kleinen Finger. Panther, Rei, auf Deutsch der Panther und das Rei, also Yin und Yang auf Altgriechisch. Ganz wichtig, bitte, man muss das immer dazu sagen, Humanismus bringt nichts. Völlig sinnlos. Humanismus ist in Europa, nicht wahr, großes Zeitalter des Humanismus in Europa, zur selben Zeit in Südamerika. Millionen Indianer hingeschlachtet, man weiß nicht, wie viele Millionen ermordet worden sind. Da gibt es leider keine Entschädigungszahlungen, weil die Angehörigen die Adressen nicht rechtzeitig hinterlassen haben. Kann man nichts machen. Humanismus. Der Vater von, wie heißt der schnell, dass ich nichts falsch mache? Der Vater von Heinrich Himmler war Mittelschullehrer für Altgriechisch. Nach dieser geilen Schlusspointe machen wir jetzt ein bisschen Musik. Wenn ich mal schlechter Laune bin, dann gehe ich zu dem Blinden und lache mir den Buckel voll, wenn sie die Tür nicht finden. Na, Entschuldigung. Boah. Entschuldigung, ich weiß nicht genau, welches Lied ich anfange und dann passiert sowas. Das ist ja gar nicht von mir, Entschuldigung. Ich fange eher mit was Netten an, oder? Septakkorde vermitteln Geborgenheit. Septakkorde klingen super, aber leider habe ich keinen Text dafür. Nein. Ach Gott! Haben Sie was vorbereitet? Ich weiß was, pass auf! Noch mal. Wir fangen noch mehr an. Okay? Applaus! Pass auf, Applaus! So. Vielen Dank, Dankeschön, danke! Sie sind großartig, Sie sind wunderbar! Meine Damen und Herren, das erste Lied kommt aus Peru, es ist ein Lied der Indios in Nordperu und handelt von den Schwierigkeiten der Indios in Nordperu. Konkret von ihren Schwierigkeiten im Winter, die Zelte von Schnee zu reinigen, das ist ein Riesenproblem in Nordperu, weil die wohnen direkt am Äquator und haben in dem Sinn keinen Schnee und wohnen in so Lehmbauten, um sich vor der großen Hitze zu schützen und dadurch auch leider keine Zelte. Und da sitzen sie oft zu Weihnachten bei 40 Grad im Schatten, sitzen sie auf der gestapften Lehmterrasse, es kommt keine richtige Weihnachtsstimmung auf. Und dann singen diese Indios dieses traurige Lied. Na geh, was haben wir, keinen Schnee? Und auch keine Zötte. Oje. Ich habe den Text ein bisschen verändert. Ich
Ja, wissen Sie, ich habe das Gefühl gehabt, diese Problematik der Indios geht uns ein bisschen, also betrifft uns nicht mehr so. Und es ist jetzt das Lied von einem Kabarettisten, das betrifft mich zum Beispiel. Der geht auf die Bühne, schaut ins Publikum, die Hüfte ist weg. Der denkt sich, wo sind die? Lied von denen, die heute nicht da sind. Ich meine, Sie könnten sich jetzt denken, es ist eh ausverkauft, jeder Platz ist besetzt. Ne? Was singt er über die, die nicht da sind? So über mich singen, ich bin da. Wieso singt er über die, die heute nicht da sind? Will er noch mehr Zuschauer, diese gierige Drecksau, könnten Sie sich theoretisch denken. Und da bitte, bitte, da möchte ich Ihnen einen wichtigen Satz mitgeben, wo Sie wirklich nachdenken sollten drüber. Die Mehrern sind nie da. Und kurz nachdenken. Lied von denen, die heute nicht da sind. Und der Andi hat einen neuen Audi. Und der Audi biegt am Opfe-Bam. Drüber hängt der Andi an sein Obschleppseil. Und er bleibt vom Kabarett daheim. Ist schon nicht da. Und der Joe, und der Joe hat den ganzen Tag das Bad verfließt. Und heute auf Nacht verfließt er noch das Klo, weswegen er heute nicht zu uns gekommen ist. Und der Werner, und der Werner gangert nie zu uns, nichts liegt am Werner. Und der Rehmer werft den Werner schwärmer, doch er kommt nicht, weil er glaubt mir verdärmer. Und die Irmgard, wer hält uns in der Franz nicht wie Irmgard? Zuerst hat er da, wir waren auf sie fliehen da, und jetzt war er froh, wenn sie sie wieder rühren da. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Wir wollen trotzdem nie vergessen, welches Frauenbild diese Strophe vermittelt. Vielleicht kann man da noch arbeiten am Text. Und der Bogdan, der Bogdan, hat einen Mantel gekauft, weil es ringt. Und jetzt druckt dann. Hat sie Bier gekauft und Zigaretten. Und jetzt fehlt ihm das Geld, dass er zu den anderen Sachen zusätzlich sich noch was leisten kann. Muss man am Text noch auch arbeiten. Da ist der Schluss noch nicht ganz gelungen. Ja. Aber das ist eh wurscht, das Spiel so schlecht Klavier, dass das egal ist. Boah, ich geniere mich wirklich nicht. Wenn ich mir denke, wie hoch der Eintritt ist und wie ich Klavier spiele, das ist wirklich. Eigentlich, gell? Ja, ja, ja. Aber ich habe einen schlechten Klavierlehrer gehabt, das war furchtbar. Einen ganz schlechten. Pädagogisch äußerst wenig wertvoll, mein Klavierlehrer. Immer wenn ich im Winter hinkommen bin, habe ich so kalte Finger habe ich gehabt. Ja, ganz kalte Finger. Und dann habe ich gesagt, bitte, die Finger sind so kalt. Meine Finger. Kann ich noch ein bisschen warten, bevor ich spiele? Und ich habe gesagt, setz dich. Und ich habe gesagt, bitte, bitte, Pater Prior. Die Finger sind noch so kalt, ich bin total gegen meinen Willen in eine Schneeballschlacht verwickelt worden. Und ich habe gesagt, setz dich. Und dann haben wir irgendwie verspielt. Und ich habe gesagt, oje, was macht man jetzt? Was werden wir jetzt machen? Er hat sofort die Heizung abgedreht und das Fenster aufgemacht. Und ich habe weiterspielen müssen. Puh. Sonst ist ja nichts passiert, aber bis heute noch, wenn ich Klaviermusik höre, kriege ich Schüttelfrost. Mozart und bellt mir her. Beutelt, ja. Schüttelfrost bei Mozart. Ne? Spätfolgen. Ne? Ja. Ich weiß so gut noch, einmal habe ich so wenig Klavier geübt, da habe ich mir eine Lungenentzündung geholt. Durch Nichtüben. Lungenentzündung durch Nichtüben. Aber im Krankenhaus war es super. Die Räume überheizt, total geil. Und nirgends ein Klavier, super. Und meine Eltern haben mich zum ersten Mal gefragt, wie es mir geht. Ich war total überrascht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es mir gehen kann. Ich war nicht informiert, ja? Die kommen rein mit einem besorgten Gesicht und sagen, wie geht's da? Und ich, mir kann es gehen. Ich habe das echt nicht gewusst. Ne? Aber dann hat man der Opa zwei Cowboy-Revolver verkauft, so aus Elfenbein, also Plastik-Elfenbein. Cowboy-Revolver und ich war Cowboy. Ab dann habe ich gesagt, der Cowboy braucht ein Klavier, ich bin Cowboy jetzt, verstehst du, ich trinke 5 Whisky, habe ich immer gespielt als Kind und paff, er schießt den Klavierspieler. Peng,
Ding. Verstehst du? Die war total cool. Die wollte nie ein edler Cowboy werden, so edel wie John Wayne zum Beispiel. Nicht? Ganz edle Cowboy, der 500 Indianer da schießt, dann geht er in die Ranch rein, nimmt den Hut runter, weil er Frau im Raum ist. Sagt so Sätze wie, tolle Bohnen mit Speck, man. Frisst sie die Wampen an, geht raus, er schießt die nächsten Indianer. Dieses Edle war nicht so meins. Ich war totaler Fan von Dean Martin, der war immer der Spiegelalkoholiker in den John Wayne Filmen. Der war fertig, oder? Der in der Früh beim Whisky hat er schon zitternd hingegriffen zum Whisky. Glaseln, ne? Dann war er total versieft. Er hat in Rio Bravo so eine total angespiebene, vollgekotzte Lammfelljacke, voll fertig, oder? Oder? Der hat richtig ausgestunken aus dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Der Dean Martin war echt geil. Am Abend ist er gelegen im Salon. Der ist schon gelegen im Salon, so da am Fußboden, hat sich den Whisky reingeschraubt. Ne? Die Rancher und Farmer am Tresen, die haben ihn ja verachtet. Ne? Die Rancher und Farmer haben gesagt, am Tresen haben gesagt, you haben sie gesagt, you, nicht du, ne? Also. You, what are you? You are drunken, haben sie gesagt. Du bist besoffen. You are the last for us, haben sie gesagt. Du bist das Letzte für uns. The aller last for us are you, aber definitely. Definitiv. Und der Dean Martin, voll lässig am Fußball, hat gesagt zu den Ranger und Farmer, hat er gesagt, hey, mean, hat er gesagt. Mehrzahl, mean, gell? Hey, mean. You are not drunken if you can lay on the floor without holding on. Man ist nicht soffen, solange man am Fußboden liegen kann und muss sich nicht festhalten dabei. Super. Ah, das mag ich fühlen immer wie diese, ich weiß nicht, diese edlen Dings da wie Old Shatterhand und Winnetou. Boah, ist das öd, nicht? Am Anfang von jedem Film sehen Sie sie auf dem gegenüberliegenden Berggipfel auf 5000 Meter Entfernung. Ah, das wird der Winnetou sein, klar. Nicht? Dann reiten sie runter, gefühlte 3 Stunden, dann treffen sie sich bei einem Bach, dann grüßen sie so komisch, da, 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 wie ein Pfarrer mit Schulterlähmung, da, 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 da. Obwohl, man muss schon sagen, Old Shatterhand ist wirklich total edel. Das ist, glaube ich, der edelste im ganzen Wilden Westen. Gibt niemand, der so edel ist. Old Shatterhand zieht zum Beispiel nie auf den Kopf, nie. Nicht einmal am Sonntag, wenn diese gewaschenen Gesichter so ein gutes Ziel wären. Niemals. Old Shatterhand zielt immer aufs Knie, aufs linke Knie. So denkt er mit, das braucht man weniger, das linke. Ne? Alle sagen, boah, Old Shatterhand hat wieder ein linkes Knie auf 5000 Meter geschossen. Ne? Bisschen arrogante Dreckser. Aber. Und dann, pass auf, dann ist natürlich das Knie total zerschmettert, ja, voll hin, ja, das Bein muss abgenommen werden, kommt schon der Freund vom Feind mit dem Frühstücksmesser, ne, und säbelt da 3/4 Stunde, ne, säbelt der, als Narkose gibt es nur Stickelholz zwischen die Zähne, ah, ne, und dann, waff, endlich, nach einer 3/4 Stunde ist das Bein abgesagelt, dann, ui, wo ist der Whisky, ui, haben wir gestern rausgesoffen, jetzt können wir nicht desinfizieren, was ist die Folge? Wundbrand. Boah, Wundbrand, immer im Wilden Westen Wundbrand. Alles wird schwarz und fault herauf, ne? Bis der Feind nach unendlichen Qualen und Monaten endlich sterben kann. Aber ganz wichtig, er konnte bereuen. Ja, der christliche Gedanke. Ja? Old Shatterhand hat das Duell mit dem Häuptling Tangua gehabt. Kennen Sie das? Super, pass auf, der Häuptling Tangua von den Kiowas stellt sich hin zum Duell mit Old Shatterhand. Ja, seitwärts, weil da hat er weniger Angriffsfläche. Und zielt. Und der Old Shatterhand unterbricht sofort. Tangua schreit, dass er doch kein Depp, stell dich normal hin. Wenn sie so hinstößt, muss ich alle 2 Knie. Bitte, jetzt denk doch einmal nach, du Wüder, echt. Und der Tangua, dem ist das wurscht, der schreit zurück. Du triffst sowieso nicht, du blöde, aufblasene, arrogante, pseudoreligiöse, fertige Ostdeutsche und dann ein unaussprechliches Schimpfwort aus dem Aztekischen, vielleicht Bigottel. Und natürlich Old Shatterhand schießt natürlich sofort, paff, alle 2 Knie sind weg. Der Tango rollt im Rollwagel, rollt er nach Hause, ist nur mehr 1 Meter groß, nicht wahr? Die Kinder des Stammes tanzen um ihn. Singen Spottlieder, der Häuptling ist behindert, der Häuptling ist behindert. Alte, zahnlose Frauen spucken ihn an. Meine Damen und Herren, der Umgang mit Behinderten in Indianerdörfern an dieser Stelle hier sehr kritisch zu hinterfragen. Da gehört endlich was gemacht.
Aber ich als Kind, ich hätte nie geschossen so auf einen Indianer, immer auf einen Klavierspieler. Ich habe so immer gespielt, aus der Hüfte ziehe ich und schieße noch aus der Hüfte, paff, den Klavierspieler, genau zwischen die Augen. Aber von hinten, die sitzen zur Wand. Da kann man nichts machen, ne? Ist eh viel schwieriger zu treffen, oder? Von hinten zwischen die Augen. Und dann hätte ich drüber blasen über den Colt. Irgendwas Cooles hätte ich gesagt, wahrscheinlich dann zum Beispiel. Irgendwas Cooles halt, was echt Lockeres zum Beispiel. Well. Ja? Well, hätte ich gesagt. Well, well. Räumt das Klavier hinaus. Und stellt einen Ofen hin. Mich friert ein wenig. Yippie-yay. Die Füße auf den Tisch legen, Nasenbohren und die ungewaschenen, fettigen Haare der Oma ins Gesicht klatschen. Das ist Freiheit. Yippie-je. Im Winter Eis essen, im Krankenhausbereich hupen. Hey, oder in der Fußgängerzone total offen ein paar Bier wegschmeißen am Einkaufssamstag. Das ist Freiheit. Oder im GTI mit ABS durch die USA für RTL. Das ist Freiheit. Oder mit Dalai Lama in der Toskana. Total entspannt, am Zug versammelt, das ist Freiheit. Oder zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum die eigene Frau mit falschen Vornamen anreden. Hey, das ist Freiheit. Yeah, yeah. Oder sich halt überhaupt nicht waschen müssen. Auch nicht Zähne putzen müssen, gar nicht aufstehen müssen, im Bett liegen bleiben können, den ganzen Tag und auf den Kopfpolster spucken und ins Bett scheißen. Das ist Freiheit oder Altersheim oder Freiheit oder Altersheim oder Freiheit oder Altersheim oder Freiheit. Ha, 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 ha. Das ist jetzt ein sogenannter Fade-Out, also das Lied wird immer leiser und leiser, bis das jetzt aufhört, aber man weiß nicht genau, wann es aus ist. Das ist total schwer vom Applauszeitpunkt, weil es könnte ein super kleiner, feiner Witz noch kommen, den man nicht mehr hört, weil er im tosenden Applaus untergeht. Ne? Ich verstehe Ihre Unsicherheit. Ne? Es könnte natürlich auch sein, der Witz kommt nicht. Und es verschlechtert sich nur schleichend das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dankeschön! So, jetzt sollten Sie auch mal was erzählen. Ich hab nur was ganz Arges erlebt vorige Woche. Also ich hab jetzt ein bisschen vorgegriffen, ich wollte jetzt niemand das Wort abschneiden. Ich gehe spazieren vorige Woche, das erzähle ich noch geschwind, weil es so komisch war. Ich gehe spazieren in Wien am Naschmarkt. Und sehe direkt von mir auf dem Gehsteig eine Bananenschale. Ich denke mir, Wahnsinn, eine Bananenschale. Josef, du bist politischer Kabarettist. Du darfst nicht ausrutschen. Das ist zu billig. Das ist Comedy, oder? Also steige ich ganz vorsichtig über die Bananenschale drüber in Hundescheiße. Und rutsche auf dem Hundstrimmel einen halben Meter. Dort war dann ein offener Gulli. Mich haut hinunter. Ich lieg so in dem Abflussrohr, ja, liege da drinnen. Es war total überraschend, weil es war so bunt da drinnen.
total bunt, Spiralenkreise, in scheißlichen Formen. Und in dem Moment komme ich drauf, das habe ich nicht gewusst vorher, die ganzen Scheißrohre von Wien sind innen von 100 Wasser ausgemalt. Ja? Jetzt schaue ich mich so um, ne? Es stinkt Gott erbärmlich, auf einmal kommt schon so ein Scheißtrimmel daher, ja? So ein richtiger brauner Scheißhaufen. Ich habe zuerst geglaubt, das ist wer von der FPÖ. Und das Scheißtrümmel redet mich an. Ich war total überrascht. Ne? Ich schaue da hin, auf einmal spricht mir das Scheißtrümmel an und sagt, jetzt nichts Originelles. Er sagt, Servus Josef. Ich natürlich völlig fassungslos, weißt du das jetzt? Der Scheißtrümmel, ja sicher, klar. Ich so, was? Ihr könnt reden, ihr Scheißtrümmel? Na sicher, wir reden immer. Ja, aber zu uns sagt sie nie was, ihr fragt sie nie. Und du kennst mich, frage ich den Scheißtrümmel, sicher, aus meiner Jugendzeit. Im Kaffeehaus, da war ja Topfenstrudel damals noch. Wir haben so ein bisschen plaudert miteinander und haben geredet, halt, wie die Zeit vergeht, wie man sich verändert. Dann komme ich ein bisschen ins Rohr mit ihm hinein, er zeigt mir ein paar Freunde, immer mehr von diesen Scheißtrümmel, verstehst du? Boah, es wird eng, ja. Plötzlich ein riesen Scheißtrümmel mit Dienstmarke. Fahrscheinkontrolle. Sehr peinlich, ich habe keinen Fahrschein. Die Scheißtrümmel regen sich auf. Hey, der schwimmt auf unsere Kosten. Schmarotzer ist viel größer wie mir und zahlt nichts. Der muss einen aufessen von uns. Alle Scheißtrümmel, genau, aufessen, aufessen. Ja, ein Scheißtrümmel sagt, bitte, bitte kann man mich aufessen, ich möchte so wahnsinnig gern wiedergeboren werden. Ein esoterisches Scheißtrümmel. Und sie kommen immer näher, immer näher, immer näher. Es wird schon, vor die Lippen sind schon, ich presse die Lippen, sag. Ja, plötzlich ein Sausen in der Luft. So ein Klick, fliegt direkt über mich drüber eine violette Pissoir-Kugel. Ich spring auf die Kugel, reit den Scheißtrümmel davon, ja, und muss schiffen mit dem Moment. Trifft die Kugel, sie löst sich auf. Mir haut's in die Tiefe, tausende Meter. Ah, ich wäre bewusstlos. Ich wäre wach wieder. Es ist wahnsinnig heiß. Der Schweiß rinnt in Strömen vom Körper. Wo bin ich da? 100 Grad hat's. Kein Wunder. Rundherum lauter Wände. Wände aus glühender Lava. Wo bin ich da? Um Gottes Willen, wo bin ich da? Da steht wer. Den kenne ich. Das gibt's nicht. Der ist es. Heinz-Christian Strache, der Vorsitzende der FPÖ. Ja. Ich sage, Herr Strache, Gott sei Dank, dass ich mich triff, bitte sagen Sie mir, wo bin ich da hingekommen? Und der Strache sagt, na, wo werden Sie sein? Im Mittelpunkt der Welt. Was machen Sie in meinem Büro? Und plötzlich wachsen denen so kleine Hörnl heraus. Ja? Er kriegt rote Augen, fängt zum Lachen an und sagt, entschuldige Josef, war ein Schmäh von mir. Ich bin nicht der Strache, ich bin der Teufel. Ich habe mich kurz in Strache verwandelt. Ich wollte ein bisschen schrecken. So glotze zu mir, sind wir per Du? Komm Josef, ich zeig dir meinen Arbeitsplatz. Die Hölle war sehr interessant. Die Hölle war so ein Feuer, ich glaube 500 Meter hoch, ja, und rundherum ein riesen Fußballstadion. Ich glaube, gigantisch, also überzogen fast schon. Ein völlig krankhaft wahnsinnig überzogenes Fußballstadion, das können Sie sich hier in München gerade noch vorstellen. Ein bisschen an Neid. Und jedenfalls sitzen da lauter alte Männer, alte fette Männer. Ja? Nur mit Handtüchern, diese typischen Saunatypen. Ja? Diese fetten alten Männer mit den grauen 70er-Jahr-Frisuren, Schnauzbart, Goldkettel, Siegelring, so ein Wampen, ne? Sitzen alle so da. Ne? Wie der Teufel reinkommt, schreien alle: Luze, noch ein Sligowitz aufgehst, du volle Sau! Ja, in der Bratersauna haben wir mehr geschwitzt, hopp auf! Und der Teufel nimmt das Handtuch und schwingt das Handtuch und schwingt und schwingt. Boah, irgendwann bricht er ganz erschöpft ab. Es ist irrsinnig Motterapplaus. Und der Teufel kommt her zu mir und sagt, Josef, es ist die Hölle. Er sagt, furchtbar. Furchtbar, sagt er. Nur mehr die Trotteln kommen jetzt zu uns. Nur mehr die Deppen, alle die jetzt Plätze für den Himmel schicken sie uns runter. Keinen Respekt haben sie mehr, keine Angst haben sie vor mir. Nicht? Dauernd machen sie nur dreckige Hirnwitz über meine zwei Schwänze. Na, boah, kein Niveau. Josef, möchtest du nicht da bleiben? Damit, ich glaube, du hast Matura gemacht. Sag ich, ja, sage ich,
ich möchte doch lieber nicht zu dir, sage ich, ich möchte in den Himmel später. Josef, sagt er, der Himmel kann nichts, das sind arme Hunde im Himmel. Da an der heiseren Stimme haben die vom Singen und Loben oben, Halleluja, Halleluja, bah, Binde hat Entzündung von diesem ewigen Anblick Gottes, nicht? Halleluja, Halleluja, bah, der alte brennt halt wieder in die Augen, Halleluja, ja, Flügel statt Eier, Josef, vergiss den Himmel. Ich habe gesagt, naja, habe ich gesagt, immerhin, zwei Flügel. Nicht schlecht. Und Gott sei Dank. Bin immer froh, wenn die Pointe niemand versteht. Und ich habe mir dann eine super Idee überlegt. Ich habe wirklich, ich habe mir gedacht, das ist meine Chance. Ja? Luzi, sage ich, unter Maturanten ein kleiner Pakt. Ha? Und wir haben wirklich einen Pakt geschlossen, der Teufel und ich. Ich werde künstlerisch total erfolgreich sein. Ausverkauft, Fernsehaufzeichnungen, Filme, irrsinnig viel Geld verdienen, trotzdem immer noch gute Kritiken in der Süddeutschen, was echt ohne den Teufel gegangen ist, wirklich, ne? Ja. Und dann habe ich gefragt, du Luzi, nicht, weil der hat so komisch reingeschaut, nicht so, nicht, sag ich, du Luzi, ist irgendein Haken noch bei dir in den Sagen? Weiß man oft, da ist so ein Haken dabei. Und der Teufel sagt, nein, ist ja nichts, ist ja gar nichts. Ne? Sag ich, sag ich, Luzi, ist da ein Haken? Sag ich, ja, sagt er, ein kleiner Punkt. Ne? Sag ich, was für ein Punkt? Na ja, sagt er, ganz ein kleines. Was? Na ja, sagt er, wir spielen, Josef, das Steinscheißer-Karl-Spiel. Und der Teufel erklärt mir dieses furchtbare Spiel, das Steinscheißer-Karl-Spiel. Verloren hat man, wenn man ein Wort ausspricht, das dürfen Sie nie wieder sagen, das Wort wer. Ja? Wenn Sie sagen wer, sagt der Gegenspieler, das Steinscheißer-Karl. Und der hat dich geschossen. Und du hast verloren und musst 100 Euro zahlen oder die holt der Teufel, das magst du aus. Ja, vorher. Es geht darum, dass man nie wieder wer sagt, wenn der andere dabei ist. Ja? Und der andere oder man selber probiert immer beim Gegenüber durch raffinierteste Fragen mitten im Gespräch dieses wer außer das Kitteln. Ja, ich sage Ihnen das sehr genau, weil Sie spielen das morgen wahrscheinlich alle. Ja? Es gilt auch der sogenannte Delegiertenschuss. Sie können Ihr dreijähriges Kind gut trainieren, zum Kontrahenten schicken, das stellt eine harmlose Frage, der sagt zum Kind wer und sie von Weitem, das ist ein cool, Delegiertenschuss, geht auch, ja, unsportlich, aber es geht. Ja. Der Teufel braucht sowas nicht, der braucht keinen Delegiertenschuss, der hat verschiedenste Gestalten, ständig kommt er, als wäre ein anderer. Vorige Woche spiele ich im Burgtheater in Wien, kommt beim Bühnenausgang raus, steht da so ein Autogrammjäger, also eher Zuschauer, der halt so Autogramme mitgebracht hat. Herr Haderer, wenn du unterschreibst, bitte, Herr Haderer, da, Herr Haderer, da bitte auch, Haderer, genau. Super Programm, Herrn, aber der Kollege ist auch nicht schlecht von Ihnen, der Kollege, wie heißt der, der andere, der Kollege von Ihnen, wie heißt der Dings, der Fesche, wie heißt der ganz, der bei den Frauen sogar da kommt, der beste Kabarettist Österreichs, wie hat der hat übrigens denselben Witz wie Sie im Programm. Ich? Wirklich? Der Zuschauer kriegt in dem Moment rote Augen und löst sich in Schwefel. Weg war er. Ja? Nur so versuche ich. Einmal mitten in der Nacht läutet das Telefon. Ich heb ab, nicht ganz verschlafen. Hader? Eine Stimme. Herr Hader? Ja, sag ich, wieso rufen Sie um diese Zeit an? Herr Hader, leider ganz eine traurige Mitteilung. Um Gottes Willen, was ist passiert? Ihr lieber Freund, der Werner ist verstorben. Wie bitte? So eine Drecksau. Ist das ein Arsch, oder? Nur so. Einmal kommt er als Teufel ohne Maske, will ein Bier trinken. Sag ich, ich trinke ein Bier mit dir, sag ich, Luzi, dieses Spiel ist furchtbar. Ich hab alle Freunde verloren, weil ich glaubt hab, du bist das. Ich hab mich scheiden lassen, weil ich glaubt hab, du bist das. Ich will nicht mehr. Ne? Der Teufel sagt, naja, sagt der Josef, dann spielen wir was anderes. Ich sag, Luzi, das geht. Sagt er, ja, wir hören auf mit dem Steinscheißer-Karl-Spiel. Ich bin selber froh. Das ist ja ein primitives Spiel, Josef. Ne? Das ist ja ein Deppenspiel. Ich bin richtig erleichtert, dass wir das jetzt aufhören. So ein blödes Spiel, das Steinscheißer-Karl-Spiel. Weißt du, welcher Trottel das erfunden hat? Weiß ich nicht. Der Teufel ist ein Hund. In der Hölle, war er ganz siegesicher, in der Hölle hat der Teufel gesagt zu mir, Josef, halbe Stunde und ich hab dich geschossen, so schnell kannst du nicht schauen. Such dir gleich einen Platz aus, auf der Sauna, Josef, da oben, die oberste Reihe ist frei.
Die oberste Reihe, total verschwitzt. Hitler, Himmler, Stalin, Göring, Goebbels, Genghis Khan, Attila der Hunnenkönig, dann eine ganze Reihe Päpste und direkt an ihm Reinhold Messner. Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Ich gehe auf, es ist wirklich der Messner. Ich rede am Anzug, Herr Messner, um Gottes Willen. Ich hab das ja echt nicht gewusst, dass Sie verstorben sind. Ne? Mein Gott, wie ist das passiert? Mein Beileid übrigens noch nachträglich. Ich weiß nicht, ob man das zum Betroffenen auch so sagt, aber ja. Wie sind Sie denn verstorben? Obwohl in Ihrem Fall ist das eh logisch, Herr Messner, nicht wahrscheinlich eine Lichtbildervorderung und dann sind Sie über die Stirn gestolpert. Ne? Der Messner sagt: Nein, sagt er, natürlich nicht. Ich wollte erst Besteigung wollte machen von der Hölle. Jetzt lasst ihr mich nicht mehr hinaus, der Hund, der Dreckige! Ich habe gesagt, Herr Messner, Sie haben ein bisschen einen komischen Skilehrer-Dialekt auf einmal. Ja? Ich glaube, Sie sind ein bisschen zu viel zusammen mit Louis Trenker, der da mit der Leni Riefenstahl beim Führer sitzt und Schmäh führt, oder? Ich gehe zum Teufel runter, sage ich, Lotze, sage ich, hör zu. Hölle, super, alles in Schuss, ganz toll, Kompliment zur Hölle, hast du echt, wirklich, das Vorort, die Hölle, passt, perfekt. Eines muss ich da schon sagen, du glaubst, die fürchten sich nicht, die haben alle dermaßen eine Angst vor dir, die zittern an allen Gliedern, der dort oben scheißt sich fast an, wenn ich nur deinen Namen ausspreche. Der Teufel, wer? Der Teufel war so fertig, der ist zusammengebrochen, so, wow, du hast mich geschossen. Der, ich hab das nicht gewusst, aber bis zu dem Zeitpunkt war der Teufel 2000 Jahre ungeschossen. Zweiter hinter Gott, Vize-Champion im Steinscheißer-Quadelspiel, ist geschossen worden vor 2000 Jahren beim letzten Abendmahl. Ja, da war er als Ober verkleidet dabei, nicht, hat den zweiten Gang serviert, hat gesagt, er geht jetzt um die Nachspeise, der Teufel verschwindet in der Küche, Jesus stinkt sauer, das ist eine Frechheit, oder? Was macht er bei meinem Abendmahl? Ja, sage ich dem Papa, wenn ich raufkomme, also das muss ich mir nicht bieten lassen, ich bin der Sohn Gottes. So eine blöde Sau, serviert mir meinen eigenen Leib, da ist aber echt nicht notwendig vom Teufel, dass das serviert wird. Naja, den schieße ich jetzt noch. Kommt's Apostel, reißt euch zusammen, kommt's ein bisschen, hebt's dem Soffenen da auf, mein Gott, ist das eine Bagage, bin echt froh, wenn ich wegkomme. Kommt's Kinder, ein bisschen reißt euch zusammen, ein bisschen seriöser das Abendmahl. So wie vorher fürs Foto, kommt's. Achtung, der Teufel. Apostel, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Der Teufel, wer? Die Apostel und das, Scheißer, komm! Mordstimmung. Die haben gefeiert die ganze Nacht. Der Teufel hat Jesus 4 Kisten Bier zahlen müssen an dem Abend. In der Hölle war der Teufel völlig verzweifelt, nicht? Wart, nach 2000 Jahren, Josef, du schierst mich. Ich sag, Luzi, sag ich, hör zu, passt alles, wir machen das schon. Ich verrate das nicht, dafür lasst mich raus. Und einen, sag ich, Luzi, möchte ich mitnehmen, ganz dort oben, schau, der als einziger einen Anorak anhat. Der Teufel sagt, okay. Ich komme zum Messner, freudestrahlend, sage ich, Reinhold, steh davor, wir können einfach gehen. Und der Messner sagt, ich kann nicht weggehen, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht. Wieso? Ja, sagt er, ich muss ins Feuer hüpfen. Warum? Da war ich noch nicht. Da muss ich hin. Und der Messner hüpft ins Feuer, schreit sofort Hilfe, ich zahle ihn wieder aus, er gibt Interviews. Und dann ist in der Lavawand, ja, ist so ein kleines Knopferl, ich drück drauf, bing, ein Aufzug mitten in der Hölle. Reinhold, sag ich, Aufzug. Der Messner, ich kann nicht Aufzug fahren, ich muss klettern, ich kann nicht anders. Komm, sag ich, Reinhold, es ist ein Aufzug ohne Sauerstoffzufuhr, das geht schon. Ich ziehe gerne mal richtig in den Aufzug rein. Ich will drücken, 15 Stock, damit es wieder aufgeht. Der Messner ist schneller, drück Kellergeschoss. Reinhold, was machen wir da unten? Da war ich noch nicht. Wir fahren runter, ich glaube, stundenlang, immer weiter weg von Wien, die Tür geht auf, bing. Na super, eine Wüstenlandschaft. Genauso heiß wie die Hölle, was liegt da? Ein Känguruskelett, na super.
Jetzt verdurscht man mitten in der australischen Wüste, der Aufzug ist weg. Danke, Reinhold, das haben wir notwendig gehabt. Scheiß Wüste. Hey, Reinhold am Horizont, eine Autobahn, so ein Glück, wir sind gerettet. Der Messner, verflucht, da ist schwer gewesen. Und in dem Moment macht Reinhold Messner am Kopfstand und singt La Paloma. Ich sag, Reinhold, was machst du? Ja, sagt er, ah, jetzt bin ich der erste Mensch in der australischen Wüste, der einen Kopfstand macht und La Paloma singt. Da, 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 da. Ich sag, Reinhold, Hut ab, wirklich, ganz tolle Leistung. Das macht er keiner nach. Wahnsinn. Du könntest noch Nasen bohren dabei. Er sagt, eine super Idee. Danke, Josef. Und bohrt auf für immer höher. Ne? Ich sag, Reinhold, wenn du im Hirn bist, schreib mir Ansichtskarten. Ich war noch nie im eigenen Hirn. Da muss ich hin. Und er bohrt auf. Immer höher, immer höher. Ja? Bohrt auf mit der Hand schon in der Nase, mit dem Unterarm, mit dem Oberarm, schlüpft mit der zweiten Hand in die Nase, Oberkörper, Beine. Weg war er. Verschwunden im eigenen Hirn. Ich gehe zur Autobahn stoppen. Nach einer Viertelstunde kommt schon ein Autobus. Mit Wiener Kennzeichen, so ein Klick musst du haben. Ja? Ich gehe rein in den Bus. Der Bus voll mit Nagetieren. Nur der Fahrer war Wiener. Ich sag zu ihm, Herzog, wer ist das? Der Fahrer sagt, ja, so ein Lemminge-Partie da. So Lemminge, Schlauspartie da, weißt du, mit den Lemmingen da können wir nachgefahren. Voll motiviert. Und ich sag zu den Lemmingen, hey, sag ich Lemminge, grüß euch, wo fahrt ihr hin? Die Lemminge, zu mir. Ich auch zu mir. Okay, ich auch zu mir. Gut, ich auch zu mir. Der Kabarettist unter den Lemmingen. Und wir kommen immer näher zum Meer. Die Lemmingen werden voll depressiv, ne? Fangen an Abschiedsbriefe schreiben. Ja? Dann haben sie gegenseitig Rechtschreibfehler korrigiert in den Abschiedsbriefen. Ja? Stundenlang haben sie gestritten, ob man Ausweg los mit einem scharfen S schreibt oder nicht. Auf einer Autobahnraststätte war dann nur so eine komische Verkaufsveranstaltung, ein voller Misserfolg. Kein einziger Lemming hat eine Heizdecke gekauft. Wir kommen zum Meer, nicht die Lemminge. Und stürzen hinein, reißen mich mit. Nicht? Ich schwimme, nicht? Die Lemminge, oh, so traurig. Neben mir war ein ganz kleiner Lemming mit seinem Vater und der kleine Lemming, schau, Papa, ich kann schwimmen, schau. Der Vater, Rotzbub, nichts wie schämen kann man sich mit dir. Ah, Fatsch, wenn du nicht sofort untergehst. Augenblicklich. Ich schwimme zurück zum Ufer, ganz traurig, plötzlich. Oh, ein Krampf. Immer weiter treibt es mich hinaus ins Meer. Hilfe, Hilfe! Da geht wer übers Wasser. Es ist Jesus. Er hat einen leuchtenden Schwimmreifen am Kopf. Ich schreie, oh Herr, rette mich, ich bin total gläubig. Und Jesus sagt, naja, Josef, wahrlich, ich sage dir, da hat mir wer was anderes von dir erzählt. Ich sage, wann war denn das? Ich bin dann mit Air Berlin nach Hause geflogen. Das ist ein Scheißschluss im Grunde. Oder? Ich bin mit Air Berlin nach Hause geflogen. Das ist einfach ein ziemlich blöder Satz. Ich muss noch arbeiten an dem Schluss. Das ist wirklich. Ich bin mit Air Berlin nach Hause geflogen. Das ist das Letzte. Oder? Das wäre nicht einmal ein guter Satz, wenn wir die was zahlen würden. Aber die zahlen nichts. Ich hab gefragt. Der eine wird Elektriker, der andere Installateur. Ein dritter pendelt in der Früh und ist Frühpendler und heiratet noch Tirol und wird Skihändler. Jeder denkt sich, du wirst schon wo ein Zweck sein. Kann er mich ganz lang von daheim weg sein? Nur irgendwann in der Nacht fragen sie alle, wo der Sinn ist.
dazwischen spielt's Tennis. So ist das Leben. Der eine kommt nach Paris, der andere kommt nicht nach Paris, wie das Leben heut so ist. Dann wird Elektriker, der andere Epileptiker. Ein Dritter klettert jeden Tag auf Kräne. Ganz wenige heiraten an die Nordsee und werden dort Kapitäne. Das ist dann aber eher eine Minderheit. Und sie bauen Garagen und Terrassen für die Frauen, die sie insgeheim schon hassen. Manche haben einen offenen Kamin, andere haben Designerbrühen. Die anderen grün. So ist das Leben. Der eine kommt nach Paris, der andere noch schrunz, tschakunz. Ja, ja, das Leben spielt mit uns. Der eine wird Fliesenleger, der andere Schornsteinfeger. Ein Dritter wird Krankenpfleger und heiratet eine Krankenschwester und bleibt dann Krankenpfleger. Sowas gibt's auch oft. Die meisten sind integer. Manche sind Brillenträger, im Urlaub haben viele einen Tennisschläger und in der Nacht fahren sie besoffen über den Randstein, dann sind sie Lärmerreger und brauchen einen Wagenheber. Hey, so ist das Leben, der eine kommt nach Paris, der andere nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Der eine wird Haushälter, der andere Zuhälter. Ein Dritter hobelt Lattenbretter und heiratet noch Damaskus und wird Attentäter. Am Schluss sind alle immer Bläder und hängen meistens am Katheder. Die allerwenigsten werden Leichenträger, aber jeder wird vom Leichenträger einmal Auftraggeber. Und dann endet irgendwann das Leben. Und in Paris begraben sie dann den Pariser und den Schrunz-Tschakunz, den Schrunz-Tschakunzen. Und alles ist am Schluss ein bisschen, wie wir in Österreich sagen, blunzen. Das heißt so viel wie Schnuppe. Ziemlich wurscht, total egal. Hey, in 70 Jahren kennt uns keiner mehr. Keiner weiß mehr, wie wir ausgeschaut haben. Wann die Enkelkinder dann die Fotos zerrissen haben. Als hätten wir nie gelebt, nie gelebt. Keiner kennt mehr die wunderschönen blauen Augen. Das kleine Grübchen, das halb in der Lachfalte verschwindet. Meist ist lieb. Das ist ihnen scheißegal in 70 Jahren. Keiner kennt mehr die wichtigen Anzüge. Keiner kennt mehr die lustigen Krawatten. Keiner kennt mehr den Nächenzimmer BMW mit hässlichen Kofferraumdeckel. Gott sei Dank. Keiner kennt mehr die verschneite Nacht auf der Josefstädter Straße. Was das nur, wie wir uns kennengelernt haben. Keiner kennt mehr die Nacht, wie man braucht, haben bis 11 Uhr vormittags für den ersten Kuss. Keiner kennt mehr das Gesicht, das du magst, wenn ich um Mitternacht anleite, weil ich den Schlüssel vergessen hab. Keiner kennt mehr unsere Küche. Keiner kennt mehr die Aufkleber auf dem Kühlschrank. Keiner kennt mehr die blöden Kaffeehäferl. Keiner kennt mehr die kitschigen Bodymäntel. Keiner kennt mehr diese Liebe. Diese blöde, kleine, blöde Liebe, diese Liebe, die so tut, wie wenn's ewig wär. Keiner kennt in 70 Jahren, kennt leider keiner mehr unsere Schmäh. Außer die meinen, weil ich, hab eine CD, Super Zwischenapplaus, ganz toll. Jetzt können wir eigentlich bald Pause machen, oder? Zu spät. In dem Applaus hätte man gegangen wäre, ne? So, und Pause. Nein, ist zu spät, es ist zu spät. Die Stimmung ist herunten. Jetzt ist die Stimmung herunten, jetzt kriegen wir es so schwer wieder auf, ne? So eine Scheiße, echt was. Ne, wenn ich jetzt so Pause mache, sage Pause, gehen ins Haus, sagen ja, eh okay, ja?
emotional, sind sie einfach so, ne? Wenn ihr aber die Stimmung jetzt aufreißt total, dann sagen sie, boah, das war super. Oder? Sie sind schon so. Sie kennen nichts dafür, ne? Wir sind so. Boah, ich bin schon so schwach. Bis heute Nachmittag diese Greta-Diät gemacht. Kennen Sie es? Greta-Diät? Nur Olivenöl. Also nicht nur Olivenöl, das ist mir ein bisschen einseitig. Also als Fett nur Olivenöl, weil in Greta ist so wenig Herzinfarkt mit Olivenöl. Ich friss seit Monaten Olivenöl, dass man bei den Ohren außerrinnt. Und heute Nachmittag, ich war so verärgert. Heute Nachmittag lese ich in der Zeitung, in Frankreich ist dieselbe Herzinfarktrate wie auf Greta. Ich meine, geht's noch? In Frankreich, wo sie sich den fetten Käse hineinhauen, die Franzosen, Butter intravenös, die Soßen, was die haben, zu den Schrimps fressen sie einen Speck dazu und haben dieselbe Herzinfarktrate wie auf Greta. Da brauche ich keine Ernährungswissenschaft, oder? Was soll ich mir abschauen von den Franzosen? Was ist so gesund in Frankreich? Viel Wein saufen, keine Fremdsprachen reden, unfreundlich sein. Ganz ruhig wieder. So können wir unmöglich in die Pause gehen. Also, das war doch ein bisschen eine Stimmung wie 1914, da müssen wir. Sie waren auch besetzt, viel nicht. Sie waren ja viel besetzt. Und der Napoleon schon und später noch mehr. Jetzt war sie. Ich erzähle noch das, fertig. Ich liege noch draußen am Parkplatz. Wissen Sie noch? Akademiestraßen, Schrägparkplatz. Ich liege so da und 2:08, ich schwöre, es war 2:08, endlich ist mir gekommen. Schaut so auf mich runter. Schaut er so. Und sagt, wir haben so Sicht. Boah! Boah! Ich habe gesagt, Entschuldigung, habe ich gesagt, mir ist so schlecht, ich habe Schmerzen in der Brust. Ich soll spielen im Audimax, vielleicht ist ein Arzt im Publikum, bitte helfen Sie mir. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, ist Ihnen auch schlecht? Und in dem Moment bricht es aus ihm aus, nicht so, der gibt's ja nicht! Josef, ein bisschen Teffer! Du! Josef, du! In München, du! Josef, ich darf doch du sagen! Ich bin Einkaufsleiter bei IKEA! Du! Josef, wie schaffst du das, trotz dieser riesen, gigantischen Erfolge, dass du ganz normal da auf der Straße liegst, mit einem Herzinfarkt wie jeder andere Jahr? Darf ich mich dazulegen und mein Handy ein Foto machen? Ich sage Ihnen ganz offen, ich war ein bisschen verärgert, weil das ist ja, das ist keine Hilfeleistung, wie ich sie mir erwarte. Ich habe dann ganz kühl gesagt, habe ich gesagt, Sie sind Wiener. Da habe ich gesagt, na sicher, na, das hört man. Sag ich, nein, das sieht man. Sag ich, ja, wieso? Sag ich, na, Sie haben dieses Gesicht, was für Gesicht? Sag ich, ja, dieses Wiener Gesicht, jetzt besonders, was heißt das? Naja, so wie Sie schauen, wie schaue ich? Wie ein Wiener. Sag ich, nein, jetzt stellen Sie ihn nicht so an, sag ich, dieses normale Wiener Gesicht, das weiß doch jeder, diese teigige, ausgefressene Möllalpappen, dieses Gefries wie ein Flächen und mittendrin diese kalten, wasserigen, letztendlich tschechischen Schweinshauen. Und diese völlig unangestrengte Unfreundlichkeit, wo jeder Mensch, der von woanders herkommt, unglaublich viel Energie investieren müsste, um so unfreundlich reinzuschauen. Das ist der Grundausdruck, dieses eingeschriebene Wiener, na, gibt's nicht, war noch nicht, haben wir nicht, fangen wir uns auch nicht an. Genau. Wie es nur Wiener haben und Franzosen.
Und, wenn ich ehrlich bin, Kurden. Ja, persönliche Erfahrung. Müssen Sie mir jetzt glauben, persönliche Erfahrung. Ich war vor 2 Wochen bei so einem Benefiz. Irgend so ein Benefiz für Hunger, Durst, irgendwas, weiß nicht mehr. Ah, ein Sozialprojekt für zuckerkranke Kurden. Ja, ich gehe zum Buffet, Burschen sage, ich hab's einen türkischen Honig. Diese zuckerkranken Kurden schauen so unfreundlich wie nur Wiener und Franzosen. Kurden, Wiener, Franzosen, unfreundlichsten. Und Kroaten, muss man sagen, Kroaten. Serben natürlich auch, ganze Balkan, unfreundlich. Bis dorthin aus Belgien sehr unfreundlich. Ukraine, eher Nordukraine, Kiew besonders unfreundlich, Südukraine wieder besser. Indien. Geht so. Aber ich habe den Eindruck, sie brechen ein bisschen weg von den Reaktionen her, oder? Bei den Franzosen war das irgendwie noch mehr aus dem Herzen. Sie müssen sich da nicht zurückhalten. Vorurteile sind völlig in Ordnung. Vorurteile, hey, Vorurteile, das ist gelebte Erfahrung. Vor andere, natürlich. Das ist der Schmäh drauf. Das ist der Kulturvorsprung, den wir haben gegenüber fast allen Tieren. Wir können uns sagen, es ist was Scheiße und müssen es dadurch nicht selber erleben, wenn wir es uns glauben. Das können nur die Bienen. Die Bienen können sich vortanzen. Das, wo eine Blüte leer ist. Die Bienen können das. Und die Raben, glaube ich. Neueste Forschungen sagen, die Raben können sich auch gegenseitig sagen, Herst! Hau doch die Nuss dort hin, wo Saat da drüber fährt, du Trottel! Das können die, ja. Natürlich sind das oft Klischees, Verurteile, ne? Die Blüte ist leer. Was, ganz leer? Ja, nein, ganz leer nicht. Das ist, glaube ich, ein Klischee von leerer Blüte, musst arbeiten an dir. Aber hinfliegen muss man immer. Klischees stimmen. Zu 95% stimmen Klischees. Das ist die Wahrheit. Was ist typisch deutsch? Hitler. Was ist typisch österreichisch? Beethoven. Okay. Bisschen ein unrundes Beispiel, aber man könnte sagen, wer ist wo, was worden. Es bringt überhaupt nichts. Das es bringt nichts. Solche Überlegungen. Es gibt, ich meine, ein paar Klischees stimmen, oder? Was ist typisch amerikanisch? Fett sein, borniert sein, nichts wissen von der Welt, überall einmarschieren und die meiste Energie dabei verbrauchen. Passt. Ja, genau. Was ist typisch Politiker? Typisch Politiker. Ich meine, wir haben da Kabarett. Also, im Kabarett. Das ist klar, ne? Politiker sind dumm, überbezahlt, unehrlich, verlogen, fehl am Platz, gehört weg. Ja, ist logisch. Im Kabarett. Kabarett will eine Demokratie ohne Politiker. Schon, ne? Nein, natürlich sind sie her. Ich finde, man kann über jemanden wie Strache oder Westerwelle kann man schon sagen, das ist ein Trottel, ohne dass ich mit ihm gefrühstückt habe. Weil er sagt mir bei meinem Frühstück auch dauernd blöde Sachen aus dem Radio und ich kann mich nicht wehren. Passt doch, Politiker, immer, ja, richtig. Alle, kann man alle, Rentner, genauso. Rentner sind auch schuldern los, weil sie mit 50 in Rente gehen wollen und 100 Jahre alt werden. Und im Supermarkt immer hinter dir stehen, an der Kasse, immer Rentner hinter dir. Die schreien immer, zweite Kasse aufmachen. Die zweite Kasse ist nicht offen, die muss aufgemacht werden, die zweite Kasse. Ja. Ich sag, bitte, gne Frau, brünz mir nicht so ins Knack so feucht. Ja, aber die zweite Kasse ist nicht offen. Sag ich, ja, dann gehen Sie noch vor. Danke, junger Mann, bitte, gern geschehen. Vielleicht holen Sie noch was auf, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Rentner, passt. Rentner, Amerikaner, Politiker, Franzosen, Kroaten, Hausbesitzer. Wie viele Menschen könnten überleben in Afrika mit dem Hund und Katzenfutter? Ich hab gesagt zu meiner Frau, ich gesagt, du bist wahnsinnig, ich hab gesagt, du bist krank, ich hab gesagt, ich mein, vor der Scheidung. Da hab ich gesagt, bitte, Usche! Hab ich gesagt, Usche, das kannst du nicht bringen!
bitte, Usche, sage ich, bitte denk doch noch, du kannst nicht in einer Stadt wohnen und kannst da nicht ein Viech halten, das dermaßen ätzende, konzentrierte, stingerte, grausliche, ekelhafte Würstel herauspresst, wie diese blöde, fette Katze, die du 10-mal am Tag fütterst, nur weil du selber so Hunger hast von deinen scheiß Diäten. Das ganze Fett, das du dir nicht gönnst, ist jetzt auf der Katze. Und schau doch die Katze an. Die Katze schaut aus wie ein Kugelfisch. Schau doch hin. Das ganze Fett, Usche, das ganze Fett, das du dir nicht gönnst, ist jetzt auf der Katze. Man müsste dich anzeigen beim Tierschutzverein. Du selber schrumpelst immer mehr zusammen, die Kotz wird immer blader, schau doch in den Spiegel, dein ganzes Gesicht ist schon eine Landkarte deiner Frustrationen. Nur um deinen Hintern zu retten, hast du jetzt einen Schrumpfkopf. Frauen, Franzosen, Kroaten, Politiker. Gott sei Dank, hey, jetzt haben wir endlich diese Kabarettstimmung. Jetzt machen wir Pause. Nein. Ich muss das noch geschwind erzählen. Meine Frau hat so überraschend reagiert. Ich war völlig baff. Ich meine, ich sag das ganz normal. Die kriegt feuchte Augen. Die, was ist jetzt los? Knapp vor der Scheidung fängt es an zum Schwächeln oder was? Ich meine, die sitzt da und weint. Ich habe natürlich schon, habe ich dann gesagt, sie habe gesagt, schau, habe ich gesagt. Du hast doch was. Jetzt sag, was du hast. Was hast denn? Sensibel, wie ich halt bin. Aber glaubst du, sie hat was gesagt? Nichts, hat nicht gesagt. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Weißt du, in einem Ton, dass die am liebsten eh schon wieder. Ich hab gar nichts. Ich find total toll, dass wir so ehrlich miteinander umgehen. Sag ich, na sicher, sag ich, bin ich ehrlich zu dir, weil du mir wurscht bist. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt dabei, weil ich fütter die Katze auch. Weil sie so lang schreit, bis ihr was geben musst. Jetzt weiß ich nicht genau, vielleicht ist die Katz mehr schuld. Meine Frau hat es aber so erzogen, die Katz. Jetzt weiß ich nicht, wer ist mehr schuld, die Katz oder die Frau. Ist oft so schwierig. Die Franzosen oder die Politiker, die Serben oder die Kroaten, wer ist mehr schuld? Ja, Sie haben leicht lachen. Ich meine, Sie betrifft es nicht beruflich, aber ich bin Kabarettist. Ich muss Ihnen schon sagen, wer schuld ist. Wenn ich Ihnen nicht mehr sagen kann, wer schuld ist, muss ich Ihnen einen Eintritt zurückgeben. Oft weiß ich nicht mehr, wer schuld ist. Je öder ich wäre, furchtbar. Das ist eine Krise. Wenn wir Kabarettisten Ihnen nicht mehr sagen können, wer schuld ist, wer sagt es Ihnen dann? Ich meine, wir Kabarettisten, wir Volvofahrer aus dem Ruckola-Bezirk, wenn wir nicht mehr wissen, wer schuld ist, wir, oder? Wir verfetteten Mittelstandsweicheier immer flott links aus dem Sonderangebot. Oder? Wir Innenstadtbezirkshedonisten-Wichser. Wenn wir nicht mehr wissen, wer schuld ist, wer dann? Wer weiß es? Wer sagt es Ihnen? Der Arbeiter am Fließband? Sicher, ich meine, die haben auch Zeit nachzudenken und viele sind jetzt auch auf Kurzarbeit. Aber die haben oft dann auch keine Sprechausbildung. Ich weiß nicht, wer schuld ist. Ne? Manchmal sage ich, ich weiß halt nicht. Ja, sage ich, ich weiß nicht. Ist auch wurscht, oder weiß ich es halt nicht. Da sage ich, egal. Schau mal, oh, Josef, du musst doch wissen. Sag ich, nein, ich weiß nicht. Ja, schaut's nicht so, sage ich, ich weiß nicht. Wir haben Demokratie, oder? Meinungsfreiheit. Ich habe noch keine Meinung, ich muss noch nachdenken. Kommen Sie mit Ihrer Scheißkamera in 3 Wochen wieder.
Ich weiß nicht, Sie können das ruhig auch sagen, ich weiß nicht. Sag ich, du, ist in Ordnung, dann weißt du das auch nicht, ich weiß auch nicht, denken wir miteinander, denken wir einfach noch miteinander, oder? Dann wissen wir es vielleicht. Treffen wir uns wieder, sag ich dann, ich weiß noch immer nicht. Und Sie sagen, ah gut, dass du das ansprichst, Josef, ich weiß es auch noch nicht. Ja, dann wissen wir es halt noch immer nicht. Na und? Denken wir halt weiter nach, oder? Und eins wissen wir dann total sicher, wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Im Kabarett und anderswo. Jetzt machen wir Pause. Willkommen zum zweiten Teil von Harder spielt Harder. Hier ist was los. Hier steppt der Bär, hier boxt der Papst im Kettenhemd. Zweite Hälfte. Vierstündige Lesung von alten Texten, Frühphase, mittlere Phase, Spätphase sowie Tagebücher aus der Entziehungsklinik. Entschuldigung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer zuständig ist. Gerhard? Bitte? Kannst du schauen? Ich glaube, irgendwer hat irrtümlich den Tisch weggegeben. Du hast gesagt, den brauchst du im ersten Teil. Ich hab gesagt, die brauchen im ersten Teil auch. So. War mein Fehler vielleicht. Der steht links neben der Bühne. Sagst du warm oder kalt oder irgendwie? Von mir aus gesehen links. Gerhard, du sagst dir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, oder hinten, ja. So, nur mal von vorn. Vierstündige Lesung von alten Texten, Frühphase, mittlere Phase, Spätphase sowie Tagebücher aus der Entziehungsklinik. Wir beginnen mit Frühphase. Was ist jetzt? Was ist jetzt wieder? Hallo? Blackout. Ja, was? Blackout. Da ist kein Blackout an der Stelle. Wenn du das Manuskript auf dem Tisch knallst, ist Blackout. Vor 5 Jahren war ein Blackout das letzte Mal. Da hast du einen Gehirnschlag in der Pause erlitten. Ja, das ist so deppert, wenn Fernsehen da ist. Das konzentriert ein bisschen. Wo schaust denn du da rein? Ich rufe meine Mails ab. Gerhard. Entschuldige. Du, Gerhard. Hm? Du hast jetzt vergessen, dass das Licht wieder aufdreht. Jetzt ist er aufdreht. Ja, danke. Herzlichen Dank. Recht schönen Dank dafür. Aber du hast vorher einfach das Licht angedreht und vergessen, dass es wieder aufdreht, richtig? Mhm. Kann man dann Kaffee bringen oder sonst irgendwie behilflich sein in der Konzentration? Danke, ich bin zufrieden. Ja, du klingst zu müde, jetzt haben wir gedacht, vielleicht brauchst du einen Kaffee. Ich bin müde. Das erklärt natürlich. So schwer gearbeitet, ne? Ja. Mhm. Gehst du dann auch ein bisschen länger, Mann? Ja. Aha. Wo denn? Im Vereinsheim. Wie lang? Es ist noch gestern.
was sauft ihr da, dass ihr so lange durchhält? Wodka. Ah. Das ist ganz schlecht für dich, Gerhard. Du kommst aus dem Burgenland, das ist ganz, hast nicht in die Gene, du musst Rotwein trinken. Er kommt aus einer burgenländischen Weinbauernfamilie, kroatischen Weinbauernfamilie. Lauter Onkel hat er, die haben riesige violette Luftballonschädel, so richtige rotkupferte burgenländische Weinbauern, Riesenblutzerschädeln, ja. Ohne Hals, direkt auf die Schultern. Die schauen alle aus wie der kleine Muck vor dem Schlaganfall. Oder, Gerhard? Entschuldige. Willst du mich provozieren, oder was? Entschuldige, bitte um Verzeihung. Tut mir leid, ich wollte niemand angreifen. Bei Kroaten muss total vorsichtig sein. Ich bin Burgenländer. Entschuldige. Es tut mir ein bisschen weh, dass du dich nicht zu deiner Volksgruppe bekennst, Gerhard. Aber ich möchte mich entschuldigen in aller Form, es war nur ironisch, okay? Dann sag's dazu. Was soll ich dazu sagen? Wenn es ironisch ist. Wie mache ich das? Das ist jetzt ironisch, oder was? Oder Vorsicht, jetzt kommt Ironie, oder so? Ironic, oder wie? Das bleibt dir überlassen. Oh, danke. Huh. Gerhard, Ironie, ich weiß nicht, ob du aufpasst hast im Deutschunterricht, Ironie beruht darauf, dass man es nicht dazu sagt. Gerhard. Bitte. Weißt du, was das ist, Ironie? Gerhard. Weißt du, was ich da mache auf der Bühne? Kommst du da mit? Ich bin als Techniker engagiert, nicht fürs Zuhören. Ah. Dann sauf kein Wodka, wenn du als Techniker engagiert bist. Ich saufe eh gerade keinen. Ja. Aber wirklich, du musst aufpassen. Wodka ist wirklich eine Geschichte, da übersieht man ganz schnell was. Wie ich jung war. Mein bester Freund. Was war jetzt so komisch? Du hast keine Freund. Ja. Wenn du so lustig bist, komm du, Vierer, mach du die Show, oder? Ich hab keinen Techniker mit. Ich darf sagen, du machst mit dem Text weiter. Haltst du jetzt in Schlapfen? Und sag nicht dauernd, ich darf sagen. Bitte? Du sagst immer, ich darf sagen. Und im nächsten Moment sagst du das schon. Ja und? Ja, das ist nicht notwendig. Du brauchst kein Konjunktiv für was du im nächsten Moment machst. Verstehst du mich? Sag, ich werde sagen oder sag am besten gar nichts. Sag's einfach. Du musst nicht sagen, dass du was sagst. Du sagst das eh. Hast du mich? Das ist wurscht. Nein, du und der scheiß Konjunktiv. Das geht mir am Nerv. Immer wenn es kommt, sagst du so, da war er dich jetzt da. Du bist schon da. Das musst du doch einmal in den Schädel. Ich meine, alles verbringst du im Konjunktiv dein ganzes Leben. Immer sagst du, jetzt war er dich da, jetzt kommt die aufgekreuen und den Scheinwerfer verstehen da. Messer der Latte war er, aber notwendig, dass er Latte da war. Wenn er Latte da war, dann kreul er die auf. Ich lade dich herzlich ein, verbringe einen Teil deines Lebens auch in der anderen Form. Wie heißt die? Tu was auf Deutsch! Ich könnte jetzt gleich heimfahren. Das tat ich nicht. Ich kennt. So, erster Text. Übergang auf Lesespot. Gerhard, ich mag nicht den Übergang anzahlen. Lesespot. Gerhard, schaust bitte auf die Bühne. Ich hab gerade vorher geschaut. Schaust du bitte noch einmal? Ja. Gut, was geht da durch den Kopf, wenn du auf die Bühne schaust? Fallen dir spontan Verbesserungsvorschläge ein? Stell dir einfach vor, du bist von krankhaften Ehrgeiz zerfressen. Vielleicht siehst du da noch gewisse Optimierungsmöglichkeiten, Gerhard. Also bitte um einen konstruktiven Vorschlag, Gerhard. Du könntest dir einen Meter rüberstellen. Circa so? Ja. Passt das so? Ja? Passt schon. Für wen hast du eingereicht? Für einen Thüringer oder
Für Dirk Bach oder für wen? Ja, einen Meter nach vor, das kann ja nicht so schwer sein. Ich will ein normales Licht. Ich will einfach ein normales Licht. Ein ganz normales, okay? Mach ganz ein normales Licht. Und gib den Spot weg. So, super, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Danke, Gerhard, danke. Jetzt ist die ganze Stimmung herunter. Gut, bei der Lesung ist das eh wurscht, die ist immer. Diese Lesung ist furchtbar. Ja, es ist leider, die Leute gehen immer und ich muss mich extra, eigentlich in der Pause, ich sauf mich immer an, damit ich das überhaupt lesen kann. Es ist furchtbar. Im Fernsehen wird das nicht so auffallen, da machen wir dann keine Schüsse mehr aufs Publikum, aber gehen Sie bitte leise. Und ich kann nichts, ich hab nichts anderes mehr, ich hab nichts anderes mehr gehabt, was soll ich tun? Ich muss das Programm leider unbedingt machen, wegen dieser Steuernachzahlung, wo die... Ja, die in Wien erkennen die GmbH nicht an. Ich habe eine GmbH, jeder Kabarettist hat eine GmbH. Wir stellen uns immer bei uns selber an. Das ist normal nicht. Gut, ich habe ein bisschen übertrieben, habe ich auch. Ich habe dann eine Schwangerschaft vorgetäuscht und so. Das war ein bisschen schon grenzwertig, aber... Also, erster schlechter Text. Erster Text. Frühphase, ne? Klar. Es war einmal ein altes Würstel. Das lag schon längere Zeit im Kühlschrank. Und weil es niemand essen wollte, aber auch nicht wegwerfen, wurde das Würstel immer verschrumpelter und bekam langsam Falten. Ja. Dadurch konnte man das Würstel in alle Richtungen verbiegen, ohne die Wursthaut zu beschädigen. Ja, ich glaube, Sie merken langsam, der Text hat Gehalt. Ja? Da lauern schon die Metaphern am Horizont. Dann wurde das Würstel aber doch noch in einen Kochtopf geworfen, saugte sich mit heißem Wasser an und wurde wieder prall und straff und bog sich keinen Zentimeter mehr. So einfach haben es die alten Würstel. Wohnen aber nicht auch wir alle in einem Kühlschrank? Ja, das ist die Schlüsselstelle. Kühlschrank als, ja, muss das ja nicht erklären. Was könnte nun für uns dieser Topf mit heißem Wasser sein? Natürlich, Doppelpunkt, Moment. Schwierige Quellenlage. Was könnte nun für uns dieser Topf mit heißem Wasser sein? Doppelpunkt und dann steht nur mehr da. Aha, das ist komisch. Org! Da steht nur mehr da. Prr. Ja, wirklich. P-F-F-R-R-R. Prr. Ah, Wahnsinn, oder? Völlig ohne Pointe. Kippt dieser Text ins Absurde. Offener Schluss. Ich war dermaßen eine harte Sau. Wie ich jung war. Kein Applaus war damals. Nein, Sie müssen nicht, da kennen Sie nichts dafür. Der Text ist so konzipiert. Nach diesem Text kann niemand klatschen, hat noch nie wer klatscht. Ich wollte keinen Applaus haben damals. Ich war jung, ich war links. Wenn einer klatscht hat, habe ich gesagt, Genosse, habe ich gesagt, das ist bürgerlich. Kannst du aufhören. Applaus ist bürgerlich, lass das, sage ich. Wir haben dieselben politischen Ziele. Du zahlst Eintritt, ich probiere, dass ich das Geld an der Steuer vorbeikriege, passt. Ich war so links, ich war dermaßen links, wenn beim Schlussapplaus habe ich gesagt, bitte, habe ich gesagt, lasst die Energie drinnen, lasst es drinnen. Klatscht's nicht, steht's auf und geht's einfach raus. Die Energie, die ihr kriegt von der Bühne, stundenlang, bleibt in euch. Und morgen verändert sie die ganze Welt. Aber wenn ihr jetzt klatscht, total begeistert, geht die ganze Energie aus euch wieder hinaus und ihr geht genauso fad heim, wie ihr. Man muss das, glaube ich, aus der Zeit heraus verstehen. Aber es gibt wirklich Kulturen ohne Applaus. Es gibt in der Welt Kulturen, wo Applaus tabuisiert ist. Wirklich. Ich war unlängst in Garmisch-Partenkirchen und
Was meinst du? Achso, nein, die haben eh geklatscht, die haben geklatscht. Aber nachher war die Dokumentation aus Guatemala. Auf MDR. War so eine Dokumentation über die Indios da in Guatemala. Wie heißen die? Indios in Guatemala? Ja? Schmidt? Maya. Müller? Maya, genau. Maya, richtig, ja. Und diese Mayas haben irgendwie auf MDR, haben sie irgendwie tanzt. Ja, so. Und dann irgendwann haben die Indos gesagt, aus, wir sind fertig, ja, wir warten's. Ne? Eingewanderte Kroaten gehört wahrscheinlich. Und also ich sage, ich kann die Sprache nicht. Ja? In ihrer Sprache haben sie circa gesagt, aus ist. Und Schluss. Springt dieser ostdeutsche Dokumentarregisseur vor die Kamera und klatscht wie ein Irrer und sagt, ich kann den Dialekt nicht nachmachen. Geil, Indianer, geile Show und so, Wahnsinn und so. Nicht? Und die Indianer schauen den an und sehen den Klatschen und sagen, ja, scheiß mir an. Also in ihrer Sprache sagen sie, da brunst die nieder, sowas haben wir überhaupt noch nie gesehen. Ja, was machst du da? Was, das haben wir ja noch nie gesagt. Sag an, was ist das, was du da machst? Was ist das? Und dieser ostdeutsche Regisseur, ich kann, wie gesagt, den Dialekt leider nicht nachmachen. Wieso leider? Wurscht. Jedenfalls sagt der Indianer, das ist Applaus, wenn uns was gefällt, machen wir so. Und die Indianer sagen, Karl, Fritz, Sepp, komm, das probieren wir auch. Das probieren wir auch. Komm, jetzt machen wir das, was die machen da. Wahnsinn, in den industrialisierten Ländern, was die drauf haben. Und nach kurzer Zeit schreien die Indianer, au, au, schreien sie, das tut ja weh. Was es da macht, schreien diese Indianer in Guatemala, meine Damen und Herren, die sonst keinen Schmerz kennen. Wenn denen was gefällt, diesen Indianern, machen die so. Wenn es ihnen nicht so gefällt, so. Und auch keine schöne Melodie hat. Ich bin der Hui der Hund. Und dann werden sie sagen, das ist scheiße. Da gehen wir nicht mehr hin, nicht mehr gehen wir da hin. So ein Scheiß. Oje, 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 oje. Da wär ja was blöd schauen. Und wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten muss ich irgendwann einen Job in einer Werbeagentur annehmen. Dabei möchte ich so gern Künstler bleiben. Bitte, ich brauche das Mikrofon mit Kabel, ich kann mit dem nicht. Das Reservemikro ist auch Funkmikro. Das verstehe ich nicht, ich sage seit Wochen, ich hätte gerne das Kabelmikro mit. Ja. Ich hab's vergessen. Ich habe einen verminderten Tonumfang um mindestens 5 Töne, nur durch die Strahlen, das bringt mich um. Mhm. Ich spüre das, Gerhard. Ich hab doch, du weißt genau, ich hab kein Handy. Das hält ja auch nicht aus. Ich kann nicht telefonieren. Sofort ein Druck, der Tumor wächst im Kopf. Furchtbar, geht nicht. Ich spüre das. Amalgamplomben. Ich hab das Gefühl gehabt, Niedrigstrom habe ich im Mund. Ich bin da fühlig, sensibel.
Ich kann nicht einmal Metall im Schlafzimmer, geht überhaupt nicht. Ich habe jetzt heute in München habe ich in der Nacht alles rausgerissen aus dem Bett, alles Metall. Glaubst du, die wären dankbar gewesen in der Früh? Furchtbar. Und in Wien, und deswegen ist das auch keine Einbildung, in Wien nur Holz, nur Naturmaterialien, abgeschirmt, auspendelt, keine Wasserader, nichts. Ich schlafe wie ein Baby, 12 Stunden, 13 Stunden. Außer vorige Woche, da habe ich, ja, da war ich selber schuld, da habe ich Profil gelesen, wissen Sie, unser Spiegel, ne? Lese Profil, schlafe ein, die ganze Nacht die drei Metallklammern vom Profil. Direkt auf dem Sonnengeflecht, also furchtbar. Albträume, verkrampft von Albträumen, erwache, schweißgebadet, Polster nass kreiert, Kissen nass geweint, ja. Sicher ist sicher. Und und ich hab klaustrophobische Schübe, totale Enge, das Gefühl von Enge, die Decken im Schlafzimmer, sie kommt immer näher auf mich zu. Die Decken ist mal so, Steppdecken. Und im ersten Moment habe ich mir doch komisch, normal habe ich es immer so eingeklemmt zwischen die Viers. Nein? Na, wenigstens spickt es halt nicht so. vergessen Sie die letzten drei Sätze, das ist völliger Blödsinn, das war nur Kontrolle, ob Sie zuhören. Und diese Platzangst, ich habe gesagt, bah, ich brauche Luft, ich muss hinausgehen, ich renne hinaus. Boah, Wien, Wien, in diesem Winter, wo alles grau wird, der Schnee wird dreckig und katschig und grau, die Menschen sind grau, die Häuser sind grau, ein Leichenwagen fährt vorbei, ich schreie, hallo Taxi! Wiener Depression, ne? Dann komme ich ins Kaffeehaus, der Kaffee kommt, er ist schwarz. Boah. Ich war wirklich nur deprimiert, weil der Kaffee schwarz war. Dann habe ich ganz schnell Milch hineingeben, dann war es besser, Gott sei Dank. Ja, dann war wieder der Kaffee so deprimiert. Ja, weil ich ihn nicht so akzeptieren habe können, wie er ist. Habe den Kaffee getröstet. Habe gesagt, mein Gott, du wirst so ausgepresst, das ist ja Kolonialismus. Ich trage dich vielleicht zurück nach Brasilien und baue dich neu an. Kaffee hat gemeint, das ist zynisch, das geht nicht mehr. Und so. Nein, ich meine, das stimmt ja nicht. Aber ich bin ein ziemliches Weichei, wirklich. Ich bin gesessen im Kaffee, also haben wir gedacht, Josef, mit dir ist nichts mehr. Ich habe mir gedacht, wenn man wirklich bedenkt, wie der Mensch entsteht, und dann kommt sowas aus. Wie ich, ne? Wissen Sie, was ich meine? Sie wissen, wie der Mensch entsteht. 300 Millionen Spermien, 300 Millionen Spermien kämpfen um eine Eizelle, die natürlich in sich total diffizil ist und jedes Monat neu und genauso viel wert wie diese vielen. Das Gendern ist anstrengend. Und dann müssen sie aber denken, dass da 300 Millionen kämpfen und jeder Einzelne will gewinnen, diesen Kampf, und einer gewinnt den Kampf und der darf befruchten. Also, Josef, bei dir kann keiner kämpft haben, das gibt's nicht. Es muss über Beziehungen irgendwie. Ich will nichts mehr, ich bin so ambitionslos. Was will ich wirklich noch? Gut leben, lang schlafen, spät sterben, das ist alles. Das ist zu wenig. Gesund leben wollte ich auch früher, habe ich aufgehört. Aufgehört. Greta-Diät war die letzte Enttäuschung, ich mag nicht mehr. Nein, weil die ganze Ernährungswissenschaft ist immer nur Betrug. Ich habe 30 Jahre hab ich Margarine gefressen, immer Margarine. Obwohl mir Butter für mich geschmeckt hat, weil ich glaubt habe, das legt sich weniger an die Arterien. Und dann kommen es nach 30 Jahren kommen's drauf, dass da gehärtete Fette drinnen sind, die viel schlimmer sind wie jedes Schmalzbrot. Da scheiße auf die ganze Ernährungswissenschaft, oder? Alle 10 Jahre ist was anderes gesund. Wie ich jung war, war das gesündeste im Fernsehen, das gesündeste Lebensmittel im Fernsehen. Was war das? Aufgezuckertes Erdbeerjoghurt war der Schlankmacher damals. Ne? Ausgerechnet Erdbeerjoghurt, was du eh fragst, ne? Erdbeerjoghurt. Wenn man denkt, wie viele Erdbeeren gibt's und wie viel Erdbeerjoghurt. Stimmt was nicht, ne? Denkst du, irgendwo geht sich was nicht aus? Ne?
dann schaust du drauf, ah, natürliche Aromen. Ah, das ist ganz was Natürliches, natürliche Aromen. Das sind Bakterien in riesigen Stahltanks. Die fressen Sägespäne und bei der anderen Öffnung, die haben nur zwei Öffnungen, bei der anderen Öffnung kacken die das Erdbeeraroma aus. Aha. Sie finden das gut, oder wie? Ja, ehrlich gesagt, egal ob gut oder schlecht, wir können es nicht anders machen. Alle wollen Erdbeerjoghurt essen, dadurch ist es so, nicht? Früher in Österreich hat nur der Kaiser Erdbeerjoghurt gegessen. Das war von hoher Qualität, nicht wahr? War nur einer handgeschnitten, nicht wahr? Später ein anderer Vegetarier an der Spitze des Staates. Soll es gegeben haben, immer noch hohe Qualität. Ja, von Erdbeerjoghurt bis zum Jahr 45, dann Demokratie, sofort Qualitätsverlust, ganz klar. Demokratie bedeutet immer Qualitätsverlust. Ja, die Möbel unter Ludwig dem 14. waren super. Das waren doch tolle Möbel im Barock, aber nur er hat es gehabt. Jetzt haben wir alle Möbel und ärgern uns mit Nimbusschlüssel. Und alles ist aus Breschbandplatten, die Sägespäne, die übrig bleiben vom Joghurt, kommen sofort in die Möbel. Nur Qualitätsverlust. Es ist nichts mehr gesund. Ich hab, ganz unter uns, ich habe einen Freund, der arbeitet in einer Molkerei. Der sagt, Josef sagt da, friss nichts von uns. Ich weiß, wie es gemacht wird. Er sagt, nur Alkoholiker in die Molkereien, nur schwere Alkoholiker, weil es ist heiß in die Molkereien. Ja, eine Kiste Bier nach der anderen, die taumeln umeinander, voll fett, total besoffen, taumeln die. Molkereiarbeiter vorbei und diesen riesigen Joghurtbottich. Ja, mein Lieber, große Bottiche. Kleine Verantwortung für den einzelnen Mitarbeiter. Das geht vom einfachen Bauernschnitzer, wo die nachschauen, die Arbeiter und sagen, das verspielt sich. Geht das bis dorthin, dass die Klos oft weiter weg sind und der Druck vom Bier. Dieser männliche Wettbewerb, hey, das traust du jetzt aber nicht. Sicher, das traue ich mir. Das ist leider anders nicht möglich. Er sagt, die Hauptpartys sind immer in der Faschingszeit. Ne? Fastnacht, Karneval, da sind die großen Partys in die Molkereien. Das ist das Joghurt, das wir in der Fastenzeit essen zur Entschlackung. Mein Lieber. Ja, kriegst Gicht und weißt nicht, wo die Harnsäure herkommen ist. Ja? Bitte, darf ich eins noch sagen, es ist keine Pointe, aber Massentierhaltung ist ganz schlecht. Für sie ungesund, weil Antibiotika drinnen sind. Für die Viecher ungesund, weil sie leiden. Bitte, wenn es geht, weniger Fleisch und ein besseres. Ist keine Pointe, wollte ich einfach sagen. Das ist völlig korrekt. Danke. Rucola. Noch besser ist natürlich Rucola. Ganz schlecht ist das Schwein, oder wie wir in unseren Kreisen, glaube ich, auch gerne sagen, der Lachs des Landes. Nicht? Ganz schlecht, Pute und gebrochene Schweinsleber, da tot. Es gibt eine Studie in Amerika, es ist gesehen, man lässt sich ein Schweinsleber einpflanzen, wie man isst. In Amerika saufen die Trangler, die Alkoholiker saufen auf der Schweinsleber weiter. Wirklich. Ja, die eigene ist hin, die Spenderleber kommt noch nicht, kriegen sie zur Überbrückung eine Schweinsleber einpflanzt. Zu jedem Whisky drei Medikamente gegen die Abstoßung und pfeift. Kommst ins Wirtshaus in Amerika, sitzt der Franz da oder Schweinsleber, aber nicht am Döller. In ihm drinnen, denkst du, Wahnsinn, ein Mensch mit einer Schweinsleber. Sagst, Prost Franz, was, cheers Frank, was willst du uns sagen? Aber ist schon komisch, nicht? Ich meine, ist eine seltsame Geschichte, ein Mensch mit einer Schweinsleber. Denkst du, puh, wenn der mal sterben würde an irgendwas anderem und die Verwandtschaft wäre doch eher auf der sparsameren Seite. Wieder außer mit gerösteten Zwiebeln, Leiche und Leichenschmaus in Personalunion. Wenn eine kleine Verwandtschaft ist, mein Gott, nice. Gibt ja viele Gedanken, die sollte man sich nicht machen. Umgekehrt gibt es sehr viele Gedanken, die möchte man sich gern machen, aber sie fallen dann nicht ein.
gibt's hat ein Zimmer, Küche, Wohnung. Der Franz hat eine alte Mutter. Der Franz bestellt im Wirtshaus zweimal nach und manchmal ist er ohne Brot und Butter. Der Franz hat immer einen Zehn im Pullover an. Der Franz hat noch zwei Gulasch, gar nicht genug. Und der Franz hat ganz dunkle Augen. Und die Wangen wachsen sie langsam zu. Der Franz fragt dann jeden, wie es ihm geht. Der Franz fragt dann jeden, was er macht. Und der Franz glaubt immer, er ist gemeint, wenn irgendwer hinter ihm locht. Der Franz sagt an jeden, servus, wie stehen die Aktien? Der Franz locht an jeden an. Und wenn der Franz ein bisschen zu viel erwischt, möchte jeden gern in die Fressen hauen. Der Franz tut gern reden übers Wetter. Der Franz tut oft um einen Euro wetten. Der Franz schlaft irgendwann ein am Tisch. Und wenn Sperrstunde ist, dann tun sie am Wecken. Der Franz ist immer frisch rasiert. Der Franz macht selber Schmäh über das eigene Gewicht. Und manchmal fängt er so ganz leicht zum Zittern an und kriegt rote Flecken im Gesicht. Der Franz geht entweder ziemlich bald oder er bleibt sitzen bis in der Früh. In Franz ist bei jeder Zugluft kalt. Der Franz macht immer das Fenster zu. Und wann wer einen Witz macht und sagt, der Franz, eine Zugluft bei deiner Fetten, geh auf. Dann lacht der Franz und sagt, nein, mir ist noch kalt. Ein bisschen Fetten gehört schon noch drauf. Super Schmäh, Franz. Der Franz hat irrsinnig große Hände. Der Franz hat irrsinnig wache Finger. Der Franz schaut wie Anfang 50 aus und in Wirklichkeit ist er viel jünger. Und wenn er wem die Hand gibt, dann steht er dabei auf und wackelt hin und her wie ein kleiner Bub. Und der Franz hat so ganz dunkle Augen und die Wangen wachsen langsam zu. Ein Anliegen, ich muss was nachtragen, was ich vorher total vergessen habe. Das muss ich einfach sagen, weil das fehlt einfach in der vorigen Nummer. Es gibt gesunde Lebensmittel und man muss nur dort kaufen, wo sie erzeugt werden. Bitte, direkt vom Bauernhof. Vom Bauernhof ist total gesund. Ich weiß das selber, ich komme von einem Bauernhof und es ist wirklich so, ich schwöre Ihnen, wenn ich beim Frühstück sitze, wo ich herkomme, wo mein Bruder Bauer ist, das ist echt, das sind echte Lebensmittel. Da ist so eine Haut auf der Milch, so dick. Die steht am Herd dran, wenn ich aufstehe, kann man schon Gegenstände drauflegen. Auf die Milchhaut. Super! Und die Butter käselt und mirchtelt, ja? Und auf der Marillenmarmelade, wenn du es frisch aufmachst, ist ein Schimmelringerl wie ein Gütesiegel. Und du hebst das an und fängst zum Essen an. Super! Eigentlich graust dann, ja. Aber in Wirklichkeit, überlegen Sie einmal, in Wirklichkeit ist es, wie Butter schmecken soll. Wir haben verlernt, wie Butter schmeckt. Durch die Molkereien. Hängt alles zusammen in dem Programm, ja. Das ist eine super Gegend da. Wenn Sie einmal Zeit haben, fahren Sie hin, wo der Bauernhof steht, wo ich herkomme. Das ist zwischen Wien und hier. zwischen Wien und Linz. Noch genauer. Zwischen Ips und. Ja, die Autobahnabfahrt. Ich tue mir schwer, Ihnen das zu sagen. Die Autobahnabfahrt von München her ist am Stetten. Ja, am Stetten. Am Stetten war der Ort, wo. Viele von Ihnen wahrscheinlich geglaubt haben, eine Zeit lang, es gibt doppelt so viele Österreicher. Die Hälfte ist immer im Keller, aber es war eher ein Einzelfall. Und uns geht das ja überhaupt nichts an. Wir sind ja nördlich von der Donau und haben fast keine Schlüssel im Haus und sind nur verbunden durch eine Donaubrücke, die kann man sprengen. Also total schöne Gegend, wirklich. Eine total schöne Gegend. So bewaldete Hänge, die von der Donau hinaufgehen. Ganz super. Jetzt wächst alles zu, leider, weil die EU hat die Förderung gestrichen. Ne?
Die alten Bauern klettern nur ein bisschen auf die Hänge umeinander. Total nett, was die 70-, 80-Jährigen krönen umeinander. Die Kinder sind alle schon in die Stadt gezogen und Therapeuten geworden oder U-Bahn-Schaffner oder Kabarettisten. Aber die alten, total nett, so rührend, die 80-Jährigen, verstehst du, probieren mit Handarbeit, tun es nur so nett, was zu lieb. Völlig sinnlos, aber. Nicht? Und dann kommen uns daher, die alten Bauern sind ja mit ihren O-Haxen, nicht? Kommen uns so daher. Bei uns, die alten Bauern, oder? Haben alle O-Haxen, oder? Alle so O-Beine, weil sie ein Leben lang sie festgekrallt haben, auf ihren Grund und Boden richtig, den Ocker einzwickt zwischen die Gummistiefel, nicht? Aus dieser latenten Angst heraus. Na, das nimmt ihnen wer was weg. Gehört mir, Bauern halt. Total nett. Diese kantigen Bauerngesichter, diese zerfurchten, kantigen Bauerngesichter, nicht? Mit diesen ehrlichen, geradlinigen, manchmal ein bisschen gierigen Bauernaugen, aber ehrlich in der Gier, diese alten Bauerngesichter wie Raubvögel, nicht? Schauen die aus. Und die Frauen, diese Frauengesichter, weil die keine Hautcremes verwenden, das ganze Leben eingraben im Gesicht, oberhängender Mundwinkel, ganz, ganz arm, nicht? Da weiß genau, aha, da hat der Mann alles versoffen, sie hat die ganze Arbeit gemacht, das ist wie ein Langkarten, das Gesicht, so toll. Und sie sterben trotzdem sehr spät, obwohl sie so früh alt ausschauen, muss man wirklich sagen, am Land. Manche sterben früher wegen falscher Lebensmittel, nicht? Magenkrebs vom Gesöchten, vom Moos, des kramischen Mals, fressen sie bis zum Gehirnschlag. Ja? Aber selbst der Tod ist irgendwie sogar, der Tod ist gesünder am Land. Ja, weil er nicht so verdrängt wird wie in der Stadt. Da ist die Leiche daheim, am Bauernhof, aufgebahrt, im Kammerl, neben der Stumm. Liegt der Opa da? Ja? In der Stumm ist schon mal Stimmung, hol oder rot, noch ein Beten, nicht? Das sind schon alle. Alkoholisiert, Wein, Bier, ein paar Keks dazwischen und Schnaps trinken geht los. Hol oder rot, die schunkeln schon hoch, soll er leben. Singen es gerade noch nicht, aber sie sind knapp davor. Und währenddessen liegt der Opa so drinnen, nicht ganz nass, 10 Liter Weihwasser sind schon draufgeronnen auf ihm, weil die Verwandten alles draufbämsteln. Nicht? Wenn er nicht gestorben war, war er ersoffen am Weihwasser. Nicht? Die Feinde stellen sie zweimal an. Du Drecksau, ich hab dich überlebt, du Arschloch. Das hast du davon. Haha, im Namen des Vaters und des Sohnes, du Hund, du Verdammter, hast mir die Kuh zu teuer verkauft und des Heiligen Geistes. Arschloch, jetzt fällt er noch ins Nasenloch. Und er wird weggezogen von den Verwandten. Da werden Konflikte ausgetragen. Die brauchen keine Therapie. Und wenn Hochsommer ist, Begräbnisse im Hochsommer, wo die Fliegen aufsteigen vor der Leiche, und fliegen ein bisschen in die Stuben zu den Keksen. Und dann wieder zu der Leiche zurück, zu den Keks. Misthaufen, Leich, Keks, Misthaufen, Leich, Keks, Misthaufen. Dieser ewige Kreislauf der Natur, wie er praktisch nur mehr am Bauernhof vorkommt und bei Walt Disney. Bei Walt Disney irgendwo kommt das vor, oder? Jetzt bin ich ganz blöd. Bei Walt Disney kommt das doch vor, der ewige Kreislauf der Natur. Bitte? Ich hab's nicht verstanden. König der Löwen. Natürlich, in König der Löwen kommt das vor. Der ewige Kreislauf der Natur. Super Film. König der Löwen, kennen Sie? Ganz toll. Ich glaube, Ihr Papst spielt dort mit als Jene. Haben Sie einmal geschaut? Ja, wie aus dem Sicht gerissen, oder? Er spielt auch in Star Wars mit, aber in König der Löwen schaut er wirklich so drein. Die Hyänen schauen so drein, welchen Bischof schicke ich als nächstes und so. Ach, herrlich. Ich finde, man sieht einen Menschen an, wenn er ein Leben lang voll innerer Güte erfüllt war, oder? Wie komme ich jetzt auf Papst? Ich bin ja ganz abgekommen. Ah, natürlich, diese alten Bauern, ich sage Ihnen was. Die haben ein Leben lang geglaubt an was. Die haben Werte gehabt. Die haben gewusst, wo oben und unten ist. Und nicht böse sein. Wir in der Stadt haben Urlaub, wir können frei denken, alles. Aber die sind glücklicher. Die alten Bauern sind glücklicher, weil sie ein Leben lang geglaubt haben und so rührend. Oft sind sie wie Kinder. Wirklich, ich finde so alte Bauern sind oft so rührend. Allein wenn man schaut, wie es mit Starkstromkabeln umgehen, die leiten den Strom wie Wasser. Ja? Und dann stecken sie und sagen, passt schon. Ne? Das sind oft die letzten Worte, bevor sie in den Stromkreis kommen. Passt schon. Ne? Das ist dieser Glaube. Ja, es wird schon ein gutes Ende nehmen, irgendwann. Ne? Die Tradition, ich glaube, die Tradition gibt ganz viel Kraft. Die Tradition und die Geborgenheit der Großfamilie, wenn das funktioniert, ist das ganz was Tolles. Ne? Und natürlich die dörfliche Struktur. Ich sage Ihnen das ungern da, ja, aber die Großstadt ist das Kranke.
Nicht wahr? Da sterben die Menschen vereinsamt, anonym. 3 Jahre später werden sie aus den Betten rausgekrotzt. Am Dorf, da kennt jeder jeden. Da ist gesund, das ist gesund. Das, da stehen sie am Marktplatz, nach der Messe plaudern miteinander. Ah, die sind nicht mehr. Alle reden miteinander, alle reden. Immer wieder die besorgte Frage, geht's wem schlecht? Ja, muss wer versteigert werden, kann ich was dazu kaufen? Kriege ich billig was? Ja. Was gibt's noch nichts? Da die 15-Jährige vom Nachbarn, was ist? Ja, da wächst der Bauch. Wieso? Na, da ist ja ein Pui, die hat einen großen Bauch. Ja, die hat wer Antrat. Die hat wer angedreht. Wer hat denn die Antrat? Ich weiß nicht, wer es Antrat hat. Irgendwer muss Antrat haben, sonst schaut es nicht so aus. 15 Jahre so ein Bauch, das war gut nicht. Das ist liebevoll, aber schon. Und diese jungen Mädchen, manchmal gehen sie noch in die Donau. Das ist eine alte Tradition bei uns, dass man sie ertränkt, wenn man die Schande nicht aushält. Und meine Damen und Herren, das sind Selbstmorde, die passieren, weil Menschen reden miteinander. Weil Menschen ins Gespräch kommen. Deswegen bringt sie wer um. Und sie schlagen manchmal nur die Kinder, aber die werden tüchtig dadurch. Und die Mädchen, die ganz jungen Mädchen, trauen sich oft nicht verhüten. Weil der polnische Kaplan oder der indische, gibt noch mehr solche, ne? Die predigen gegen die Verhütung. Und dadurch wird der Sex intensiver, weil er verboten und gefährlich ist. Und sie sperren die Verwandten 30 Jahre in die Keller, aber die haben länger Familienanschluss. Ich sage Ihnen was. Ich möchte wieder aufs Land zurück. Ich bin nicht so weit. Ich habe gesagt, Josef, du musst aufs Land wieder aussehen. Du schreibst starke Sachen. Du bist nicht abgelenkt von der Stadt. Weg aus dem Rucola-Bezirk. Weg von diesen schwarz gekleideten Architekten-Gesochse. Diese Saab-Volvo-Bagage mit ihren schwarzen Brühen, du musst raus aufs Land. Am Land bist du authentisch. Thomas Bernhard hat am Land geschrieben. Josef, du musst auch am Land musst du schreiben. Aber es ist so fad am Land. Es ist so gotterbärmlich öde und fad am Land. Nicht nur, wenn du den Keller eingesperrt bist, sonst da. Ja, es ist so schrecklich langweilig. Jetzt haben wir doch der Zwischenlösung. Irgendeine Zwischenlösung, so halb Land, halb Stadt. Trabantensiedlung am Stadtrand, das ist erdig, oder? Trabantensiedlung, Gemeindebau, Stadtlau, Kackran, eine kackbraune Kunstledergarnitur, wo du vom Hinschauen schon Schweißflecken kriegst am Hintern, ein verschwitztes Unterleiberlau, Bierflaschen in der Hand, Wetten, das im Fernsehen und die Frau steht daneben und raucht und bügelt. Ich glaube, meine Damen und Herren, ich glaube, das sind diese einfachen, geraden, ehrlichen Sachen, die wir oft verlernt haben, dass Frauen bügeln können, ja? Oder hier und da ganz spontan aus dem Bauch raus was rauslassen, nicht vor lauter Korrektheit ersticken, was rauslassen, aus dem Bauch raus, ein Mädchen am Hintern greifen, aus dem Bauch, auf den Arsch hin, rauslassen, sich spüren, ja, einen Ausländer an, nein, das nicht, aber einfach dieses ehrliche, gerade Gefühl der Fremdheit zum Beispiel zulassen können, dass man sagt, du bist mir jetzt fremd, das lasse ich zu. Ja? Ist ja ganz was Natürliches. Jedes kleine Kind weint, wenn ein Fremder kommt oft, ne? Die kleinen Kinder oft so, nicht so weggehen, nicht so. Das ist so natürlich. Kleine Kinder sind so nah an der Natur, die wollen sich ja nie waschen, ne? Sind Menschen drinnen. Wir wollen uns im Grunde unseres Herzens, wir wollen uns nicht waschen. Warum? Weil wir immer wieder dreckig werden. Dieses ewig Vergebliche. Sisyphus, nicht wahr? Dieses ewig Vergebliche. Immer wieder muss man sich waschen, dauernd stinkt man wieder, dauernd muss man essen und trinken, das kommt so ekelhaft wieder raus. Und nie ist eine Ruhe, dass einmal ganz sauber, einmal eine Lösung, wo du sagst, ganz sauber. Da versteht ich, die Penner und Sandler, die sagen, ganz dreckig. Die sagen, wenn nicht ganz sauber, dann ganz dreckig. Wir sterben sowieso, was sollen wir künstlich verzögern mit Duschgel? Das ist eine Haltung. Wer ganz sauber hat nicht hin, dann halt ganz dreckig. Wir brauchen doch eine Lösung, wo einmal eine Ruhe ist, wo ganz was ist. Und es ist total. Und du gibst dich hin dem Totalen. Kartoffel, Kartoffel, Ernte. Lass uns mir das geschwind ausprobieren. Kartoffel, Kartoffel, Ernte. Kartoffel, Ernte. Das ist ein Freund von mir, übrigens aus München, der Johannes Silberschneider, der sagt, du kriegst den Hitler am besten mit dem Wort Kartoffelernte. Kartoffelernte. Genau. Kartoffelernte. Die deutsche Kartoffelernte. Wurde beamtet. Wenn sie das schon gewusst haben beim Untergang, das wäre noch ein tollerer Film geworden.
young, my mother said to me, you have so many dreams, but there's dreams you cannot realize. So you need no dreams, you need no emotions, you need no revolutions, 'cause all that you need is just luck and someone to love, that's enough, na na na, na na na. So I grew up and got married with the eldest girl in our town, but she was rich and so well-dressed. She said, dreams to make true is so easy, honey. All you have to do is to run and earn money, 'cause all that you need is just luck and just me to laugh, that's enough. Now I'm old, I'm very old, and grow older and older. Everybody loves me and is knocking on my shoulder. My children are so cute, my car is so new, my wife is still good to show. My girlfriend does nobody know. So there's for me only one stress, for me only one stress, for me only one stress. The death is my stress. I've one stress, it's a death. Yes, yes, yes. The death is my stress. Yes, yes. Diskussion. Meine Damen und Herren, was hat Ihnen gefallen? Was nicht? Wo stehen Sie gerade? Was ist Ihnen wichtig? Wer möchte anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also ich bin jetzt dann schon doch sehr alt. Ein bisschen bei mir zu alt für Krise eigentlich. Zumindest Midlife-Krise ist einfach schon vorbei längst. Jetzt bin ich wirklich, heute Nachmittag war ich völlig fertig. Wirklich, es war unglaublich. Heute Nachmittag habe ich mir gedacht, jetzt bist du wirklich alt. Ne? Da wollte ich meine Kinder anrufen und komme drauf, ich habe keine. Sofort Knoblauchtabletten genommen. Nicht? Dann ist mir natürlich alles gleich wieder eingefallen. Meine Frau und ich haben mir von Anfang an gesagt, keine Kinder. Lang vor der Scheidung, Gott sei Dank. Dann haben wir gesagt, keine Kinder. Für die Umwelt. Nicht? Ja, wir wollten da was machen und haben gesagt, man kann nicht immer nur über Geländewagen reden. Kinder erzeugen auch CO2. Und haben dann schon noch kurz überlegt, was wir weglassen, Auto oder Kind. Haben uns eigentlich dann relativ leicht entschieden, ja, weil man mit den Kindern nicht so rasch wohin kommt. Wir haben einfach so überlegt, haben gesagt, okay, irgendwie Kinder bringen es nicht wirklich. Nicht. Kinder bringen es nicht. Schlafen kann man nie.
Am Anfang schreien sie in der Nacht, später sind sie weg in der Nacht, nie ist er rum. Am Schluss erben sie alles. Stecken die ins Altersheim, besuchen die nicht. Also rein kosten-nutzen-technisch, preis-leistungsmäßig Kinder. Kein Must-Have. Ja, ein Can vielleicht, aber kein Must. Sie schauen ein wenig traurig gerade. Nein, natürlich schaut sie immer gerade von einer völlig anderen Seite, kannst du das genauso anschauen. Nicht? Aber wir haben Kabarett. Kann man nicht was von zwei Seiten anschauen, das ist dieser Kunstform nicht möglich. Nein, ich weiß schon, Sie denken wahrscheinlich, was ich an irgendein schönes Erlebnis. Weihnachten zum Beispiel ist wahrscheinlich schöner mit einem Kind, das kann sein. Erste Weihnachten, oder? Oder eher zweite Weihnachten, oder? Erste Weihnachten ist das nur ein Baby. Zweite Weihnachten dann. Bitte? Eher zweite Weihnachten, ja, ich denke mal so. Zweite Weihnachten, wenn. Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir halt vor, es ist Bescherung plötzlich stapft so ein kleines Zwergerl ins Wohnzimmer und bleibt völlig angewurzelt stehen in der Mitte und schaut einfach mit riesigen Augen nur auf den Baum die ganze Zeit und schaut und schaut und schaut und hört nicht auf zum Schauen. Und du erlebst Weihnachten ein zweites Mal zum ersten Mal. Naja, scheiß drauf, ich sehe nicht so oft Weihnachten, oder? Man kann sich ansaufen, also man hat Optionen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das am Schluss sage, aber es ist manches enttäuschend im Leben, muss man wirklich sagen, oder? Manches, oder? Schon, oder? Schwer enttäuschend. Die Kinder, die Liebe, die Ehe, die Akropolis. Ne? Immer ist alles ein bisschen kleiner und dreckiger wie im Prospekt. Das, wie soll man sagen, das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt. Das gelungen, das merke ich mir. Nein, mit meiner Frau und mit mir, das war echt. Das hätte echt keinen Sinn gehabt. War nur Krach. Bei der Hochzeit war es schon ein Riesenkrach. Pfohoho, Wahnsinn. Wahnsinnig romantische Hochzeit, Wachau, Barockkirche, super. Übrigens, das möchte ich dazu sagen, weil die haben gerade so ein bisschen einen schlechten Ruf. Ich möchte wirklich eins dazu sagen, ich bin getraut worden von einem schwulen Pfarrer, der sich offen bekennt, ja wirklich, und ein toller Mann ist. Also die Predigt war sensibel, gescheit, gefühlvoll, mit Hirn. Es war, ich habe bis heute diese Predigt nicht vergessen. Ein toller Mann, wirklich. Super Typ. Das wollte ich einfach auch sagen. Ja, und ich bin in der Nacht noch beim Pfarrer geblieben und da war so irgendwie ein bisschen ein Schatten in der Beziehung, eine gewisse Distanzierung. Wir haben dann bald getrennte Schlafzimmer relativ bald gehabt, dann später sogar getrennte Wohnzimmerbereiche, getrennte Badezimmer, getrennte Toiletten sowieso, getrennte Vorzimmer später. Also im Grunde habe ich mir dann gedacht, Moment, das sind eigentlich zwei Wohnungen. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber es waren zwei Wohnungen. Nein, das waren zwei Wohnungen. Eine in Wien, die andere in Hamburg. Also es war überhaupt nicht. Es war keine menschliche Nähe mehr, keine wirkliche Intimität war nicht mehr. Nicht? Wir waren bald per Sie dann auch schon. Da habe ich den Namen vergessen. Also es war nicht mehr so. Wir haben uns selten gesehen. Einmal haben wir uns zufällig getroffen auf der Straße. Ich hätte sie gar nicht erkannt. Meine Frau hat mich angesprochen. Ja. Meine Frau hat zu mir gesagt, du bist schuld. Habe ich gewusst, das ist meine Frau. Ich habe zurückgeschrien, wir sind per Sie. Ja, ich meine, schwierig. Sie wollte immer was anderes wie ich. Wenn ich was wollte, ich wollte garantiert genau das Gegenteil. Nicht? Zum Beispiel, sie wollte ja bei mir sein. Und ich wollte nie bei mir sein, wenn die dabei war, wirklich nicht. Ja, durch wieder Alkohol. Und es war eine Spirale. Es war auch wirklich,
weil sie immer da war. Ich meine, mir ist klar, in einer Beziehung ist hier und da wie da. Ja. Aber was die da war, die war dermaßen da. Die war lang da, kurz weg und schon wieder da. Was? So da. Teilweise im selben Raum, wo ich sag, muss auch nicht immer sein. Nicht? Im Hochsommer lehnt sie sich am Sofa an, ja, gerade an die Flächen, wo man so schwitzt. Nicht? Im Hochsommer, nicht? Dann legt sie die Hand aufs Knie, so wie es immer nicht best, das piekt, gib die Hand weg. Nicht? In aller Liebe, bitte, das piekt. Wow, ja. Dann warnt's wieder, ja, super, dann piekt es noch mehr. Ja, wir versöhnen uns, dann versöhnen wir uns wieder, dann kleckert es mir an mit ihren Körperflüssigkeiten und streicht mir immer über die Haare. Das kreckert so herum. Ich habe empfindliche Haarwurzeln. Ja? In der Richtung ist es wunderbar. So, au, so tut es weh. Und dann tut es so umeinander. Und ich habe gesagt, entschuldige, ach, das ist doch auch Liebe. Verdammt noch einmal, wenn du dann merkst, in welche Richtung. Du Trampel, habe ich nicht gesagt. Ich habe es nur gedacht. Das tut so umeinander. Dann müssen an meiner Schulter einschlafen. Dann zur Versöhnung immer an meiner Schulter einschlafen. Ich hasse es. Ich liege eh schon so da, ja? Weil ich das so hasse, der Schädel, der liegt da und drückt auf die Brust und du kriegst keine Luft und die Haare in der Nase und Kreuzweh, du schwitzt wie eine Sau, die Bandscheiben kommen hinten raus. Aber du willst dich in dem Moment natürlich nicht bewegen, sonst wird sie munter und will reden. Ja. Danke, meine Damen und Herren, wirklich, glauben Sie mir, es bedeutet mir so viel, dass Sie in der Sache emotional so hinter mir stehen. Wirklich. Ehrlich. Wirklich, das gibt mir so viel. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Schauen Sie, ich habe auch meine Krisen. Ich habe Momente, wo ich nachdenke und mir denke, vielleicht, Josef, vielleicht liegst du falsch. Vielleicht sollst du was ändern an deinem Leben. Und da geben Sie mir diesen Rückhalt. Nein, Josef, passt, mach weiter. Ne? Oder Sie sind nur froh, weil ich bin und nicht Sie. Könnte auch sein. Ne? Weiß man nicht. Das findet man halt nicht mehr aus. Naja, langsam. Das ist auch schwierig am Schluss, nicht? Was machst du genau? Ich kann ja nicht jedem die Hand geben. Es gibt kaum einen Satz, der für jeden passt, nicht? Oder für jede. Und für jedes. Was sagt man da? Wir können die Erde nicht mit Leder bedecken, also ziehen wir einen Schuh an. Ja. Reißt sie nicht vom Hocker. Aber es ist so schwierig. Was sage ich Ihnen? Was Ihnen ein bisschen hilft. Das ist vielleicht nicht schlecht. Beim Duschen in der Badewanne. Duschvorhang immer innen, nie außen. Ich glaube, das lassen wir. Oder? Das passt. Ja, aber ich geh. Wissen Sie was? Ich singe nur ein ganz ein langsames Lied, das ist total langsam. Und Sie denken mir, jetzt ist es aus, ganz sicher. Ja? So emotional, damit Sie leichter Abschied nehmen können, durch Fadess. Fadesse. Dadurch, dass ich in der Fahrt ist, können Sie leichter Abschied nehmen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist heute. Ich habe so ein Wörterbuch verschluckt oder so. So, Gerhard. Bitte. Hallo Gerhard, wie geht's? Ja, geht. Geht's doch super, oder? Mm. War doch okay, oder? Was sagst du? Hm? Ja, passt schon. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich war nicht so freundlich zu dir heute. Und? Vielleicht magst du mir eine kleine Schlussstimmung fürs Schlusslied. So, weißt du, ein bisschen irgendwie bei den Regeln so 3 cm zurück oder so, mit einem kleinen Finger noch. Hm? Das kostet extra.
Das habe ich mir gedacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, ehrlich. Irgendwann macht jeder selber sein Solo-Programm. Irgendwo gehen wir nur mehr dann, wenn's wirklich Spaß macht aufs Klo. Das ist jetzt noch nicht so. Aber irgendwann kommt es schon noch. Ja, das kommt sicher. Irgendwann und irgendwofür treiben wir es einmal so richtig, ohne dass wir vorher duschen. Hey, und ich komme erst nach dir. Irgendwann und irgendwann schießen wir vielleicht sogar auf Passanten von unserem Fenster aus. Das ist jetzt noch nicht so. Aber irgendwann schauen wir mal. Sag zu dir, Servus, ich bin der Sinn. Irgendwann, irgendwann aber dann. Dankeschön.
Everything's weird today. 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 Ich gehe gerne ein bisschen. Ah, wir sind wieder unten. Da, quasi hinten rechts wieder. Ah, ja. Da sind wir jetzt, ob jetzt nicht mehr, sondern immer dort. Genau, weil da haben wir Platz, weil da sind wir auch die ganzen Stufen. Ja, ist ja klar, es ist eh besser dort. Ja. Ja, der Raum ist schon geil. Auch in der Kamera, wenn es so die Perspektive war sehr super. Wir werden noch nicht mehr so oft spielen, wie du auch schon. Ich hab gehört. Dank der Produktionsfirma. Welche Produktionsfirma? Weil sie immer da angerufen haben und jeden Scheiß da 35 Mal diskutieren wollten. Aber deswegen. Ja, weil die das Hauspersonal einfach ignoriert haben dann vom Aufbaubock. Ja, aber Gerhard, ist nicht so, dass ein doppelter Matura-Jahrgang jetzt ist in Bayern und deswegen am Samstag Vorlesungen stattfinden? Das auch, aber. Das auch, Gerhard. Du machst ja schon die Welt, wie du das gern hast. Du hast einen Blick auf die Produktionsfirma, jetzt sind die Schuhe. Schau, wie aufgebaut werden muss, wegen die Fluchtwegsbreiten, die vorher kein Problem waren. Ja, deswegen hast du einen Blick. Mir ist ja wurscht. Ja, jetzt verstehe ich. Haben die nicht auch, gleichzeitig sind die nicht für die Pest auch verantwortlich und für den zweiten Weltkrieg, die Produktionsfirma? Wenn ihr das beweisen könnt. Gehabt, sie haben mich nicht. Ja, aber plastischer wird der Körper, wenn du von der Seite legst, oder nicht? Ja, gibst du dazu? Weil Spitzen haben wir eh keine von oben, da ist gut, dass wir wenigstens von der Seite ein bisschen was haben, was auf die Schultern, weißt du, was ich meine? Wenn du schon selber nichts über Licht lernen willst im Laufe von 10 Jahren, vertrau mir. So you need no dreams, you need no
emotions you need. No, hey, no revolutions. Der Monitor ist irrsinnig scharf. Sehr, sehr, sehr scharf. Sehr. So dünne ist den Tyrannen, schließt der Ambo den Dolch in Gewand, den Sturm, die Herrscher brennen, der Vollste mit dem Dolch sprechen, die Kühe, Kitzler, die Mütter, die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen, ich bin, sprich jener zu sterben bereit, und bitte nicht um mein Leben, doch willst du Gnade mir geben? Ich flehe dich um drei Tage Zeit, das ist die Schwester im Garten gefreit. Check, check, one, two, hey. Ja, ja, hey, 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 hey. Ja? Ja? Ha? Wie viel Herz ist das? Gerhard, wie viel Herz? 2500. Ingwer erzeugt, ich glaube, Ingwer ist nach der chinesischen Medizin etwas, was Hitze macht. Und durch die Hitze kann man Entzündungen bekämpfen oder Heiserkeit oder so Sachen. Dafür schwitzt man auf der Bühne mehr mit Ingwer. Im Sommer ist es schwierig. Im Sommer ist man meistens aber eh nicht heiser. Man ist meistens im Winter heiser. Dadurch geht das. Wer möchte, kann sich einen grünen Deno dazugeben. Ich nicht. Vielleicht auch eine Chilischote, ne? Eine Pfefferoni. Hast du mal einen Pfefferoni in Tee gegeben? Nein. Immer das so einfach nur. Hast du die Zigaretten alle du geraucht? Nein. Ich. Das sind lauter Marlboro. Nein. Doch? Kann nicht sein. Lauter Marlboro. Ich habe vorher geraucht. Aber der Philipp braucht vielleicht auch Marlboro. Nein. Okay, wenn ich jetzt schaue, was Marlboro sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nur im Audimax, 9, 10 Zigaretten. Ja, hör auf. Ja, ich auf. Du ruinierst den. Beim Arbeiten. Beim Arbeiten ruinierst du den nicht so. Und beim Rauchen, ehrlich gesagt. Was spürst du denn da? Zeit vertreiben. Ja, ja, aber das Spiel hast sicher nicht Zeit vertreiben, das hat einen anderen Namen. Wie nennt man es? Autofahren. Autofahren? Ist ein wenig vor. Ja, da fährt ja nichts. Jetzt nein, ich muss jetzt noch schauen. Und dann fährst du gegen die Zeit oder gegen andere Autos? Ich keine Ahnung. Ja, das musst du ja wissen. Nein, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Du spürst das nicht. Ist das über Internet oder ist das oben? Nein, downgeloadet. Downgeloadet. Du hast aber nicht das ganz neue iPhone, oder? Doch. Mittlerweile. Du hast schon das ganz neue? Nein, das 5er kommt jetzt im Frühling. Kommt nur ein neues natürlich, ja. Damit wieder alle das ganz neue kaufen. Aber ich bleib bei dem. Ich bin in der Schweiz schon wieder einen Kabarettisten getroffen, in Lorenz Kaiser, der hat auch ein iPhone. Und der Viktor Gernot hat ein iPhone und der Michael Nevarani hat ein iPhone und so. Mhm. Ich denke mir, für mich ist es eher cooler, wenn ich kein iPhone habe, oder? Wenn alle anderen ein iPhone haben. Du hast die Fernsteuerung für den Klimaanlage. Genau. Dabei schaut es eher aus wie eine Autozeitschrift, was du dann gelodet hast, was du einfach nur Automodelle anschaust. Vielleicht ist das ein elektronisches Autoquartett. Und das ist gar kein Rennstreck. Mhm. Aber nicht. Ja, wenn es losgeht? Ich kann auch außen rum gehen, ich kann ja auch von innen aufmachen. Aber wie weiß er, dass wir bereit sind? Ja, er ist jetzt bereit. Soll ich ein Zeichen geben?
Ja, weil er wartet auf uns wahrscheinlich. Dann gehe ich außen rum und spiele mir Zeit, oder? Ja. Dann lass mir die Tür offen dabei. Das ist wurscht. Zweite Hälfte die Geschichte mit dem Steinscheißerquadl und das war so eine lange Nummer, die dann in der zweiten Hälfte irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Leute schon müde waren und ich war auch müde und jetzt gebe ich diese Nummer in die erste Hälfte und in der zweiten Hälfte sind dann kürzere Nummern. Das war die große Neuerung und jetzt sind es 2 Monate und die ist sehr gut. Sache mit dem Landleben und wie toll das ist, dass die Kinder verhaut werden und die habe ich so gespürt, dass die Leute teilweise geglaubt haben, ich meine es ernst und sie haben mir heute einen Bananenschein auf die Bühne geschmissen. Irgendwas fliegt durch die Luft und ich denke mir, was war das jetzt? Aber nicht hinschauen jetzt, weil ich bin mitten in der Nummer, ich mag den Fluss nicht unterbrechen. Weil die Nummer ist, bei der Nummer ist echt wichtig, dass es einen Fluss hat. Und wenn die Nummer aus war, habe ich geschaut, das war Bananenschein. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt reagierst du nicht mehr. Habe ich überhaupt nichts gemacht, ich habe die einfach übersehen. Aber es war, glaube ich, diese Stelle, wo man den Mädchen auf den Hintern greift, aus dem Bauch heraus und wo die Mädchen sich nicht verhüten trauen, weil der Kaplan predigt dagegen und man stoppt die Kinder, weil die werden tüchtig. Da waren Menschen so empört, dass sie Bananenschein auf die Bühne gemacht. Es ist an sich schön, wenn die Leute einen ernst nehmen. Und trotzdem sollte sie irgendwann auflösen. Ich hoffe, für die betreffende Person hat sie es aufgelöst und sie hat sie dann doch, ich würde es gerne wieder zurückziehen, die Bananenschale. Das geht natürlich nicht mehr. Und wie lange wirst du heute was trinken, Gerhard? Im Vereinsheim. Bis halb, verstehe. Das lässt viel offen, halb. Das ist gut. Das Vereinsheim ist das Lokal, wo sich alle Künstler, die hier in Schwabing spielen, nach der Vorstellung treffen, um lange aufzubleiben und Alkohol zu sich zu nehmen. Das Ganze erst mal wie 90 Mal gespielt. Du willst gerne rauchen. Ich bin sehr froh, dass hier noch nicht geraucht werden darf. Mit der Stimme. Jetzt geht's. Ja, du lernst so viele tolle Menschen kennen, wenn du vor die Tür gehst und rauchen tust in Deutschland. Das ist so super. Hier im Vereinsheim ist die Brettelbühne. Da treten manchmal Kabarettisten auf. Ja?
junge Kabarettisten, die zum ersten Mal was machen, aber auch der Michael Mittermeier oder ich, wir haben das schon gespürt, manchmal eine kleine Nummer ausprobiert. Das ist so quasi die Probebühne und die Vorführbühne. Heute bin ich der einzige Künstler hier, leider, weil im Lustspielhaus spielt Mike Krüger, der ist sehr, sehr seriös schon geworden und ist leider nicht hier. Ich habe nur das Gefühl gehabt, das Keyboard. Das Keyboard war aber schön, nur einmal habe ich das ein bisschen zu hell gehabt, da hast du gesagt, ein bisschen. Beim Franz nämlich. Der Franz braucht so ein bisschen ein weicheres Licht, intimeres Licht, genau. Moses Keyboard keine Elastizität mehr hat, keine Leichtigkeit mehr hat, sondern. Ja. Durch diese iPhones haben alle dieselben drei Klingeltöne. Für greift da jeder gleich vom Hinigen ab und dann die Tür. Und mein billiges Telefon hat auch so Klingeltöne. Früher war das alles ein bisschen weiter auseinander. Es gibt so, irgendein Kameradenschwein gibt es bei uns da in der Garderobe, das müssen wir noch entlarven. Der macht sich einen kurzen Kaffee und schaltet die Kaffeemaschine danach nicht wieder ein. Oh, das ist auch neu. Was war das jetzt? Kaffee. Ja, vielleicht kann ich einen Filter reingeben. Aber es gibt einen, der macht sich immer einen kurzen, starken Kaffee und schaltet es nicht mehr ein. Du schaltest es immer wieder ein, dann noch? Ich komm schon noch drauf. Ich stelle mich da hinten hin und kontrolliere alles. Und castles made of sand. Guess we can make it to dry land. The left is an open water. And we begin to understand. We finally come to conceive.
The sinking is tight to your feet. And as the weights pull us down, we say hi to the fish that we meet on the way. We smile at them and they smile back happily. They know that we're in love and we're thinking to stay. We're thinking to stay. Guess we can make it to dry land. The left has an open water. And we begin to understand. We finally come to conceive. Die Leute sind nicht gut heute. Jetzt muss ich mich selber heben, damit die Leute auch dann besser werden durch mich. Es ist Weihwasser aus Metropolie. And we begin to understand. We finally come to conceive. Sinking with stones tied to our feet.